Yo Leute, eigentlich sollte das jetzt funktionieren. Ich bin live. Ja, ich weiß, ich war eine ganz lange Zeit nicht mehr live. Und ich brauche mich ja nicht zu entschuldigen, das lohnt sich bei mir nicht. Ich versuche aber trotzdem heute wieder einen guten Livestream zu machen und ich hoffe, dass heute alles klappt und dass jegliche Verbindungen standhalten. Ne? Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Hallo. So, ich erkläre euch was. Okay, ich war jetzt eine Zeit lang nicht mehr am Livestream, obwohl ich euch eigentlich versprochen hatte, dass ich jede Woche livestreame. So, und da kam ja so, wie heißt es nochmal, Weihnachten und sowas dazwischen, okay? Und dieser ganze Weihnachtskram und so, der hat mich so ein bisschen gekillt, sodass ich überhaupt gar keine Motivation mehr hatte, irgendwas zu machen, weil ich einfach so viele Videos gemacht habe. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir einen neuen Haarschnitt gemacht. Ja, da habt ihr recht. Ich habe mir die Haare geschnitten, okay? Warum habe ich mir die Haare geschnitten? Der Grund dafür war, dass ich die ganze Zeit nur eine Mütze getragen habe, weil meine Haare so grässlich aussahen. Und deswegen habe ich mich entschieden, meine Haare zu schneiden. Und als ich zum Friseur gegangen bin, hat der Friseur gesagt, Alter, sehen deine Haare schlimm aus. Und da habe ich bemerkt, es war rechtzeitig, dass ich da hingegangen bin. Also ich bin noch vor Neujahr gegangen. Weil ich habe ja Neujahr in Hamburg gefeiert, neues Jahr und so ein Kram. Und da bin ich halt davor nochmal kurz zum Friseur gegangen. Bisschen die Haare geschnitten. Coole Frisur. Danke, Janis. Danke, Mann. So, was hat sich verändert? Was habe ich heute mit euch vor? Ich habe ein Game gefunden. Ich habe übrigens auch ein bisschen was neu eingestellt. Mein PC ist neu übrigens. Ich habe einen ganz neuen PC selber zusammengebaut. Ich habe mir einen, für die Leute, die es interessiert, ich habe einen i9-Prozessor eingebaut, eine RTX 2080 Ti, ein Z390 Aorus Master Mainboard habe ich mir eingebaut, ein paar RAM-Speicher von G-Skill. Und ansonsten nichts mehr Neues. Und neues Gehäuse von Be Quiet. An die Leute, die es interessiert, okay? Ich weiß, es ist gerade voll der Nerd-Talk für manche. Aber für die, die es interessiert, das sind die Dings. Die Daten, okay? Ich persönlich hoffe, dass der Livestream eine gewisse Qualität hat, dass es alles läuft. Es sollte eigentlich auf 720p sein. Danke. Oh, Roman heute ohne Cap. Ich weiß, ja. Also, ich muss sagen, für mich persönlich, okay, ist es ein ungewöhnliches Gefühl, vor der Kamera ohne Mütze zu sitzen. Komplett ohne Mütze. Und deswegen, Freunde, habe ich mir keine Mütze angezogen. Ich habe mir heute einfach gedacht, es ist zu warm für eine Mütze. Es war auch vorhin immer zu warm für eine Mütze. Und jetzt war ich beim Friseur und zeige meine Frisur, okay? Deswegen, die Frisur passt dir. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, dass euch die Frisur gefällt. Vielen Dank für die Komplimente. So, was habe ich für ein Spiel herausgesucht? Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich habe das hier schon offen. Parkitect heißt das. Ist ein ganz cooles Spiel. Kann man sich ein bisschen die Update-News und sowas ansehen. Das ist so ein Spiel, da kannst du deinen eigenen Freizeitpark aufbauen. Da siehst du auch so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Ich muss, ja, einfach einen Park aufbauen, wenn ihr versteht, was ich meine, so, weißt du? Und das scheint ein cooles Spiel zu sein. Und deswegen werden wir das heute spielen. Okay? Meine Qualität ist nicht so gut. Also, an die Leute, die Qualitätsschwankungen haben, mal den Stream neu starten, mal auf das Rädchen da drücken. Ihr wisst, was ich meine, dieses Qualitätsrädchen. Da könnt ihr einstellen, wie gut die Qualität ist. Nice Frisur. Danke. Roman, du siehst aus wie früher. Oh nein. Das ist, wisst ihr, also einerseits finde ich es gut, dass ich aussehe wie früher, weil ich bin tatsächlich, seit ich 16 bin ich nicht älter geworden. Wobei, Chimmer, wir schauen uns jetzt was an. Und ihr müsst mir sagen, ob ich jünger oder älter geworden bin. Vom Aussehen her, okay? Aerosol 300 Abonnenten Special. So. Gehen wir mal auf den Desktop. So. Ich mache jetzt auch kurz Mucke aus. Die Leute kennen dieses absoluter Klassiker, das Video, okay? Absoluter Klassiker, jeder Mensch kennt das. Jeder kennt dieses Video hier, weil es ist bekannt für meine riesige Stirn, okay?
Deswegen. Und deswegen kennen das die Leute. Aber ich finde, ich bin doch ein bisschen älter geworden, oder? Guck mich an. Warte. Ah, Mist. Oder? Bin ich älter geworden? Guck mal, hier. Hier, warte, das war mein 300 Abonnenten-Special. Da habe ich 300 Abonnenten geknallt. Sehe ich doch jünger aus. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich 5 Jahre gewachsen bin und ich sehe einfach genau gleich aus. Kurze Zeit, Leute, Alter, ihr geht voll ab, ey. Ich finde, dass ich ein bisschen mehr Haare bekommen habe, oder? Was heißt hier kein Unterschied? Nein. Guckt mich an. Und jetzt guck dir den Typen an. Der da. Der sieht viel jünger aus als ich. Ich meine, ihr vergewaltigt ja schon sozusagen diesen Abo-Button und ich... So, guck dir das an. Ich persönlich finde, dass meine Stirn kleiner geworden ist und ich mehr Haare bekommen habe. Oder nicht? Oh, nee, ich glaub's auch. Deine Haare sehen anders aus. Kein Unterschied. ich weiß. Ich bin nicht unbedingt viel älter geworden. Aber das ist ja, es ist ja nichts Schlimmes, okay? Guck, wie sehe ich denn jetzt gerade aus? Ganz normal, oder? Oh Mist. Also auf jeden Fall bin ich älter geworden. Ich habe da auch keine Lust mehr mit euch zu diskutieren, deswegen spielen wir jetzt Parkitect. Habt da keine Diskussion mehr darüber, ob Roman jetzt älter geworden ist oder nicht. Für die meisten werde ich Ewigkeiten jung bleiben und das wird vielleicht auch in der kommenden Zeit so bleiben. Ich bin in dem Video, was ihr übrigens gerade gesehen habt, war ich 16 und jetzt bin ich 21. Okay. Meine werten Damen und Herren, wir spielen Parkitect. Das beste Game auf der Welt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wir finden das gemeinsam raus. Ich mache nur ein bisschen die Musikleiser. Ton, Hintergrundmusik ein bisschen leiser. Ja, ich würde mal sagen, so 30% kann man die Musik lassen. Umgebung machen wir auch ein bisschen leiser, damit das hier alles ein bisschen schön ist. Grafik, ja, 165 FPS. Ja, Detailgrad können wir ein bisschen höher stellen. Tilt, Shift, Farbfilter, dürfte so gehen. Perfekt. Ich habe das Spiel jetzt noch nie gespielt, aber wir werden das heute gemeinsam ausprobieren, denn das ist Parkitect. Was ist mit Minecraft Mini? Ey, diese Frage habe ich euch schon 100 Mal erklärt und ich werde sie nicht mehr erklären. Fragt Lars. So. Tutorial. Loopy Lagoon. Warmes Wetter und eine idyllische Umgebung dieser Lagune ist mit bereits vorhandenen Fahrgeschäften perfekt vor Ort, um zu Fahrgeschäften zu experimentieren und zu lernen, wie ein Park funktioniert. Entspanne dich und nimm dir Zeit, denn das ist der Anfang. Okay. Das heißt also, wir müssen in diesem Spiel einen eigenen Freizeitpark führen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir können es mal gerne ausprobieren. So. Ich kann die Kamera von dem Spiel steuern. Und ich finde das Spiel ein wenig zu laut. Ich möchte das gerne ein wenig leiser haben. Ich mache das, glaube ich, alles mal hier so. So. Perfekt. So. Also wir werden hier einfach reingeschmissen und... haben einen eigenen Park. Und hier können wir sozusagen lernen, wie das geht. Hallo zukünftiger Parkitekt, in diesem Tutorial wirst du das Wichtigste zum Betrieb deines eigenen Freizeitparks lernen. Bitte wähle eine Lektion. Kamerasteuerung, Bausteuerung, dein erstes Fahrgeschäft. Fahrgeschäfte sind das natürlich Wichtigste am Freizeitpark. Es gibt sehr intensive Fahrgeschäfte wie Achterbahn, da. Okay, lass uns einen echten Klassiker bauen. Ein Karussell. Habe ich hier unten also ein Fahrgeschäft, ein Karussell. Und das kann ich aus... Ah, jetzt kann ich mir hier ein Karussell auswählen. Ich werde mein erstes Karussell bauen.
Ich habe sogar eine Idee. Ich glaube, ich packe sogar meine Facecam hier unten hin. Weil das ist dann, glaube ich, besser. Dann könnt ihr mehr sehen. Okay? Wollen wir das so machen? Ich baue da jetzt ein Karussell. Okay? Das hier. So. Und das baue ich ganz genau dahin. So, jetzt habe ich das hingestellt. Und jetzt großartig. Als nächstes müssen wir den Eingang platzieren. Okay. Platziere den Eingang im hervorgehobenen Bereich. Okay, das heißt, hier einen Eingang hin und hier einen Ausgang hin. So, wir hätten den Eingang direkt neben dem Weg platzieren können, aber es ist besser, den Gästen etwas Platz zu geben, wo sie auf die Fahrt warten können. Also fügen wir eine Warteschlange hinzu. Okay. Eine Warteschlange. Okay. So. Das wär's. Zum Schluss muss das Fahrgeschäft eröffnet werden. Schließe das Fenster für Wege. Dann klicke auf das Karussell, um dessen Infofenster zu öffnen. Okay, also warte mal. Was muss ich machen? Schließe das Fenster für Wege. Ja, genau, richtig. Dann klicke auf das Karussell, um es zu öffnen. Auf grün. Oh, crazy. Es macht sogar Musik. Moin. Hi Malik, alles gut, wie geht's euch? Hallo alle, die in den Stream einschalten. Wir bauen gerade unseren eigenen Freizeitpark. Am Anfang hatten wir eine kleine Diskussion darüber, ob ich älter geworden bin oder nicht. Aber das könnt ihr euch angucken, indem ihr im Stream nochmal vorspult. So, das heißt, das funktioniert. Läden hinter den Kulissen. Ah, hinter den Kulissen ist vielleicht noch interessant. Finanzen. Früher oder später wird dein Park Geld verdienen müssen. Ob er jetzt geschlossen, oder er wird geschlossen. Du kannst entweder für die Benutzung einzelner Fahrgeschäfte Geld verlangen oder einen Eintrittspreis für den Park erheben. Du kannst auch beides gleichzeitig tun. Allerdings werden die meisten Gäste wohl nicht bereit sein, viel für den Parkeintritt zu bezahlen, wenn die Fahrgeschäfte zusätzlich kosten. Und dann gibt es da natürlich noch die Läden, die ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle sind. Lass uns die Achterbahn hier als Beispiel dafür nehmen, die man Preise anpasst. Klicke einfach auf die Bahn, dann wirst du das Eingabefeld für den Preis sehen. Ah, hier kann ich jetzt einstellen, wie viel das kosten soll. Okay, ich hebe das jetzt an auf 5 Dollar. So, okay. Aber wie viel kannst du verlangen? Im Allgemeinen gilt, je aufregender die Attraktion, desto mehr Gäste werden bereit sein, um es dir... Okay, alles klar. Ey, schon, um den vollen Überblick über die Finanzen deines Parks zu haben, solltest du einen Blick auf das Finanzfenster in der linken Menüleiste werfen. Hier erhältst du komplette Zusammenfassung darüber, wo du Geld ausgibst und einnimmst, wie die Werte sich jeden Monat verändern. Okay, alles klar, das ist wahrscheinlich dann hier, ne? Ah, das heißt, wir können hier auch ein bisschen rechnen, so wie es aussieht. Okay. Essen und Getränke. Ach, da können wir sehen, wer wie viel einnimmt. Zum Beispiel Fahrpreise nehmen gerade richtig viel Geld ein, aber wir haben trotzdem Wartungsarbeiten von 503 Dollar. Deswegen haben wir nur 318 Dollar Gewinn gemacht. Okay, gut zu wissen. Falls dir das Geld ausgeht, kannst du einen Kredit im Tab Kredite aufnehmen. Denk aber daran, dass dies kein kostenloses Geld ist. Du wirst eine monatliche Gebühr zahlen müssen, solange der Kredit nicht zurückgezahlt ist. Ja, ich weiß, die Kredite funktionieren. Okay. Achterbahn bauen, das würde ich noch gerne machen. Eine gute Achterbahn wird viele neue Gäste in unseren Park locken. Also lass uns lernen, wie man eine baut. Alles klar. Mach ich das hier mal aus. So. Hier ist das erste Stationsteil der Junior-Achterbahn, die wir bauen werden. Klicke einfach mit der rechten Maustaste auf dieses Stück, um die Bearbeitung der Bahn zu beginnen. Oh, Achterbahnzügen halten in der Station an und Länge der Station bestimmt, wie lange die Züge sein können. Baue 4 Stationsstücke, damit wir längere Züge verwenden können. Station bauen. Ah, noch eine Station bauen und noch eine Station bauen. Und noch eine Station bauen. Okay. Und noch eine Station bauen? Ah, okay, 4 Stück. Da diese Achterbahn durch Schwerkraft beschleunigt wird, müssen wir den Zug erstmal einen Hügel hoch befördern. Okay, das heißt, hier müssen wir einen Lift machen. Kannst du mich bitte grüßen, ne? Klar, Giovanni, kein Problem, mache ich gerne. Giovanni. So, da diese Achterbahn durch Schwerkraft beschleunigt wird, müssen wir den Zug erstmal einen Hügel hoch befördern. Aktiviere die Lift-Hilfe-Option und dann baue 5 Schienen nach oben. Ah, hier auf der linken Seite kann ich aussuchen, ob ich nach oben bauen möchte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt gehen wir zurück zum flachen Teil. Okay, flacher Teil. Okay, und jetzt deaktivieren wir den Lift Hill, damit sich der Zug frei bewegen kann und es ist Zeit für die erste Abfahrt. Baue 4 Schienen nach unten. Ah, okay. 1, 2, 3, 4. So,
Jetzt gehen wir wieder zu einem flachen Teil zurück. Der Zug hat an diesem Punkt etwas Geschwindigkeit bekommen. Okay. Ah, okay. Und dann kann ich hier auswählen, wie viele. Oh! Was? Ich kann ja in ein Dings reinbauen. Das geht ja in den Boden rein. Wie krass ist das denn? Oha! Alter, wir können in den Boden reinbauen. Okay. Aber wir machen das jetzt erstmal nicht. So. Okay. Bitte folge den Anweisungen. Stelle die Schienengröße auf 2 und baue einen Übergang zurück zu den flachen Schienen. Okay. Also auf 2 und dann einen Übergang zu den flachen Schienen. Oh, jetzt regnet es sogar noch. Die ganze Zeit geradeaus zu fahren ist etwas langweilig. Lass uns eine Kurve bauen. Alles klar. Wow, das ist cool. So, und lass uns eine weitere Kurve bauen. Keine Visualisierung aktiv. Vertikale G-Kräfte. Oh, krass. Wir können uns anzeigen. Ah, guck mal, wir sehen sogar, wie diese Bahn hier fährt. Ah, crazy, Mann. Das heißt, hier können wir die G-Kräfte anpassen. Schnell über einen Hügel fahren, drückt die Gäste nach oben aus dem Sitz heraus. Das nennt sich Airtime und macht Spaß. Stelle die Schienengröße auf 3 und baue Schienen nach oben. Auf 3 und Schiene nach oben. Schiene nach oben. Ah, nee, Schiene nach unten wieder. Ach so. Okay, das ist jetzt so ein Ding, wo das kurz hier hochfährt und dann wieder sofort runter. Das ist eigentlich ganz cool. Ihr müsst am Ende dann schreiben in den Chat, ob ihr diese Achterbahn mal wirklich fahren würdet. Stelle die Schienengröße auf 2 und baue eine flache. Okay. So. Wir sollten langsam darüber nachdenken, wie wir die Schiene zurück zur Station bringen. Das wird eine ziemlich kurze Achterbahn sein, aber es ist ja nur ein Tutorial. Meistens ist es eine gute Idee, die Schienen erstmal auf die gleiche Höhe wie die Station zu bringen. Das macht am Ende deutlich einfacher, die Teile miteinander zu verbinden. Wenn du dir das Ende der Station ansiehst, gibt es dort eine kleine Markierung mit dem Aufschritt 3. Okay. Ja, was soll ich denn machen? Stelle die Schienengröße auf 2 und baue einen Übergang zurück zu den flachen Schienen. Okay, auf 2. Zack, zack. Warte, so. Stelle die Schienengröße auf 5. So. Stelle die Schienengröße auf 3. Und baue eine Bremse. Okay. Das heißt, hier gibt es dann eine Bremse, die wir bauen können. Ach so, damit das Ding auch wirklich abbremst, ne? Okay. Beachte, dass du die Bremsgeschwindigkeit auch unten rechts im Baufenster ändern kannst, solange die Bremse ausgewählt ist. Ah, okay. Wir bremsen auf 5 km/h runter. Oder auf 0. Ne, auf 5. So, das mache ich jetzt. Bauen. Stelle die Schienengröße auf 2 und baue eine Kurve. Alles klar. Yeah. Und jetzt wahrscheinlich wieder stelle die Schienengröße auf 1 und baue eine Kurve. Ah, jetzt haben wir das extra falsch gemacht, damit wir das jetzt... Was können wir machen? Ups, wir sind ein Feld falsch ausgerichtet. Wir können einen Schritt zurückgehen und die Kurve vergrößern. Aber manchmal ist es auch nicht möglich. Eine andere Option wäre es, eine S-Kurve zu bauen. Alles klar. Das heißt, eine S-Kurve ist das hier. Okay. Und die können wir... Ah, guck mal. So können wir das... Ah, es gibt also so auch kurvige Kurven, große Kurven, die nach oben... Ach, damit können wir so einen riesigen Dings machen, ne? Okay, das ist cool. Wie kann ich nochmal zurückgehen? Das wollte ich nicht machen. Ich, warte, SDGZ? Großartig, warte mal. Und wie kann ich das wieder zurückmachen, wenn ich jetzt Schrott gebaut habe? Oh nein, ich hätte mir das Tutorial durchlesen müssen. Achso, guck mal hier. Zack, zack, zack. Das hier abreißen. Wie kann ich das denn abreißen? Eingang... Ausgang, nein, nein, nein. Das sind die Kurven. Das ist Bauen. Das ist ein Minus kann ich nicht einstellen. Verteilte G-Kräfte, Zeituhr. Hä, wisst ihr, wie man das wieder deaktivieren kann, beziehungsweise kaputt machen kann so? Das ist gerade eine blöde Geschichte so. Warte, ich möchte das gerne abbauen. Yo, 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 chill, chill, chill. Was will denn der gerade von mir? Der will jetzt, dass ich hier schon Eingang und Ausgang baue, ne? Das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich wollte eigentlich was, ich möchte erstmal keine Visualisierung mehr. Ich möchte, dass das Spiel wieder bunt ist. Aber ich habe jetzt hier dieses geschlossen. Kann ich das hier abreißen, dieses kleine Stück hier? Bauen? Keine Visualisierung. Auf den Bagger draufdrücken. Schön. Gut zu wissen. So, jetzt die S-Kurve und jetzt kann ich das abschließen. Bauen. So. Okay. Das heißt, das ist
meine Achterbahn. Und so würde die fahren. Das heißt, die fährt dann hier so lang, macht dann hier Bremsen. Boah, das ist aber viel zu langsam, oder? Warte. Keine Visualisierung mehr. Warte mal, wie kann ich denn Junior Achterbahn Status? Ich möchte das Ding wieder bauen. Einstellungen. Sicherheit, Budget. Ich möchte aufhören. Ich will nicht, dass es so langsam bremst. Ich will, dass es schneller bremst. Wie kann ich mich denn da jetzt wieder... Wie kann ich das denn wieder bauen? Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, es geht. Ist jetzt egal. Ich glaube, ich baue hier jetzt einfach noch Wege. So eine Warteschlange am Eingang. Zack. Und dann mache ich einfach noch einen normalen Weg. Einfach wieder zurück. Ganz easy. Warte. Zack. Weg. Einmal das Fenster verschieben. Und wieder so und so. Perfekt. Das heißt, die Leute können dann reingehen und rausgehen. Lass das Ding mal kurz aktivieren. So, geöffnet. Jetzt haben wir hier auch eine Achterbahn. Und jetzt prinzipiell dürften... Oh, guck mal, unser erster Kunde. Unser erster Kunde. Okay. Oh nein, das Ding fährt jetzt alleine. Aber es scheint zu funktionieren. Und das ist die erste Achterbahn, die ich in meinem Leben gebaut habe. Wie lange streamst du schon? Ich glaube, wir streamen erst ein paar Minuten, erst 20 Minuten, ne? Wir spielen gerade Parkitect und ich möchte meinen ersten eigenen Park aufbauen, okay? Das ist sozusagen... Roman, ich würde die Achterbahn nicht fahren, da fehlt mir der Pep. Da fehlt dir der Pep. Dir fehlt der Pep in meiner Achterbahn. Ich zeig dir mal, was Pep ist. Ich baue den besten Achterbahnladen, den es überhaupt nur gibt. Ich muss mich halt erstmal ein bisschen einspielen in die Geschichte, weil ich habe das halt noch nie gespielt. Ich möchte jetzt aber sehen, wie die das erste Mal in meine Achterbahn hier einsteigen. Oh. So, jetzt steigen die da jetzt alle so einzeln ein? Ja, Mann, die steigen alle ein. Abgefahren, Mann. Okay, cool. Und jetzt können die meine Achterbahn fahren. Guck mal, das gefällt denen doch locker. Guck dir diesen Gesichtsausdruck an. Sieht der nicht glücklich aus? Würdet ihr, Chat, würdet ihr diese Achterbahn fahren? Eins für ja oder zwei für nein? Das ist mir zu langweilig. Hä? Eins oder zwei? Ja oder zwei? Nein, ist mir zu langweilig. Da möchte ich mal eine richtig ernste Dings sehen. Guckt euch das an. Die Leute stehen Schlange, um den Terminator zu fahren. Guckt euch den Terminator an. Das ist die schnellste Achterbahn, die ihr in eurem Leben jemals gesehen habt. Was heißt denn zwei? Warum denn zwei? Zwei, ich hab Angst. Okay, ich verstehe. Zwei, I got it. Okay, wisst ihr was? Dann bauen wir jetzt mal unseren eigenen Freizeitpark. Komplett eigener. So. So, Maple Meadows, eine große Lichtung am Rande eines Ahornwäldchen. Das ist der perfekte Ort, um deinen ersten Park von Grund auf selber zu bauen. Szenario, habe mindestens 200 Besucher in deinem Park. Optional, erfülle alle nicht optionalen Ziele bis zum Ende Dezember, Jahr 1. Kein Problem. Ich zeige euch jetzt mal, wie ein brutal nicer Park aussieht, okay? Und da bauen wir jetzt auch eine richtige Achterbahn hin. So. Wir machen... wie nennen wir unseren Park? Wir nennen unseren Park... trau dich oder stirb. Okay? Ausrufezeichen. Damit die Leute ein bisschen den Pep spüren, okay? So. Das heißt also, trau dich oder stirb ist unser Park. Der ist schon geöffnet, aber ich werde ihn jetzt erstmal schließen, beziehungsweise für neue Gäste geschlossen. Nee, geschlossen und schicke Gäste nach Hause. Ja, der ist noch geschlossen. Noch machen wir ihn nicht auf. So, jetzt haben wir hier eine Menge Bäume, die wir erstmal alle abreißen müssen, wahrscheinlich mit dem Bulldozer. Wie kann ich den Bulldozer benutzen? Bulldozer? Warum geht das nicht? Mir hat niemand beigebracht, wie man mit dem Bulldozer-Tool... Achso. Okay. Ich möchte gerne so...
ich würde gerne das hier alles abreißen. Aber es geht nicht. Okay. Wie kann ich die Bäume hier abreißen? Geht das überhaupt? Die Bäume sind nicht auswählbar. Ich kann nichts auswählen. Ich hätte das Tutorial vielleicht besser spielen sollen. Aber ich kann das. Ich habe $27.000 auf der Bank, okay? Und wir spielen schon. Und es ist Tag 1. So, ich würde gerne diese Bäume hier entfernen können, aber das geht einfach nicht. Da, Bäume. Aber wie kann ich die denn abreißen? Wie lange streamst du schon? Habe ich vorhin schon beantwortet. Eine halbe Stunde circa. Okay, wir haben hier ein Gebäude. Aber wie kriege ich denn die Bäume weg? Die stören mich. Ich will da ja nichts. Ich will da ja was bauen so. Also wir können prinzipiell hier ein Karussell und sowas hinbauen. Das geht schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir können doch auch bestimmt diese Bäume abreißen, oder nicht? Weil wir brauchen ja Platz. So ist es nicht. Wir können hier eine Bank für $4 hinstellen. Das ist eine günstige Bank. Weiß jemand von euch, wie man prinzipiell Bäume abreißen kann in diesem Spiel? Einstellungen, Achievements, Inhaltsverwaltung. Ich bin ein bisschen dumm. Eigentlich muss es ja Baupläne. Terraforming! Okay. Terraforming ist aber nur. Okay, es gibt keine Terraforming-Dings für diesen Platz hier. Was das hier ist, weiß ich nicht. Das ist Land. Wasser können wir bauen. Es macht das Geräusch. Es macht das Geräusch. Aber es kommt kein Wasser. Dein Park ist auf der anderen Seite? Was? Alter. Ich habe mich, glaube ich, gerade noch nie so dumm in meinem Leben gefühlt, Alter. Das ist in meinem Kopf. Dieses Geräusch. Die ganze Zeit. Wie kann ich eigentlich so dumm sein? Wie geht das? Oh, okay, egal. Was machen wir? Okay. Also, das ist unser Park. Er nennt sich Trau dich oder stirb. So. Er ist eigentlich geschlossen und das sind unsere. Ach so! Träger Alfredo. Okay, das sind unsere Arbeiter. Alles klar. Das heißt, wir machen jetzt mal hier ein Fahrgeschäft hin. Wir haben ja ein bisschen Geld und machen hier die Spielrutsche hin. Mit Space kann ich drehen. Hier kommt dann gleich zum Eingang, damit die Leute gleich geflasht sind, so eine riesige Rutsche hin, okay? Damit die Leute sofort sehen können, Alter, ist das ein nices Fahrgeschäft. Hier vorne machen wir gleich den Eingang. Auf der anderen Seite gleich den Ausgang. Dadurch sparen wir Platz und sind auch direkt am Anfang mit guten Sachen versorgt. So. Was macht ihr noch, wenn ihr in einen Freizeitpark geht? Warte mal, wie kann ich nochmal die Kamera drehen? Kamera drehen. Ich bin so blöd, ich habe einfach gerade nicht gecheckt, wo dieser Park ist, gell? Oh Mann. Sag mal, wie konnte ich denn... Ich glaube, ich kann die Kamera gar nicht drehen, ne? Okay, so, was machen wir noch? Wir haben hier jetzt noch ein Riesenrad, eigentlich so. Aber ich wäre ja dafür, dass wir vielleicht noch was zum Essen so hier hinstellen. Und zwar, so ein Burger hierhin. Gleich am Anfang. Oder nee, ein Burger hat man erst... Ich glaube, im Europapark ist das so... dass am Anfang so Toiletten stehen, okay? Damit, ey, warum kann ich das denn nicht da hinstellen? Bin ich etwa blöd? Diese Menüs sind einem immer im Weg, so. So, hier bauen wir direkt am Anfang eine Toilette hin, okay? Oder hier nach hinten so, damit die Leute erstmal ein bisschen durch den Park laufen müssen, okay? Am besten bauen wir sogar zwei Toiletten, ne? Weil Leute müssen recht oft auf die Toilette. So, dann würde ich sagen, machen wir noch, ein Essensstand, aber am besten nicht neben der Toilette, sondern wir machen erstmal hier noch ein bisschen Feldweg, okay? Einmal machen wir so einen Weg nach links und einmal einen Weg nach rechts. Riesenrad, gell? Ich würde auch sagen, wir bauen hier in die Ecke so ein riesiges Riesenrad hin. So. Ach, guck mal, mit Q kann ich übrigens die Kamera doch wechseln. Und dann würde ich sagen, hier hinten packen wir dann so ein Riesenrad hin, was dann so durch den ganzen Park so zeigt. So, easy. Das heißt, zack. Wir müssen es so machen, dass die Leute genug anstehen können, ne?
Das heißt, hier mache ich dann eine Warteschlange hin. So. Und dann machen wir den Eingang gleich da vorne einfach hin. Ja. Nein. Never mind. Wie kann ich das wieder abreißen? Oder? Geht das so? Warte mal, ich benutze mal wieder den Bulldozer. Wie kann ich das denn abreißen? Oh nein, dieser Bulldozer. Achso, ja, abreißen. So. Ich möchte... Ah, da, Riesenradstatus. So, ich baue den Eingang hier hin. Nein. Hier kommt der Eingang hin. Und auf der anderen Seite der Ausgang. Aber das ist voll schäbig so. So ist der Ausgang. Genau. Und dann baue ich von hier aus so einen Weg wieder drumherum. Checkst du? So. Und dann hier nochmal. Und dann machen wir hier auf dem Weg nochmal irgendwas hin, so. Noch ein Fahrgeschäft oder sowas. Ah, guck mal, jetzt habe ich da einfach was weggemacht. Wir haben ein neues Mitglied. Chaos Melanie. Hi und willkommen. Danke fürs Mitgliedsein. Willkommen in der Crew. Hoffentlich sind meine Mitglieder alle schlauer als ich, weil ich habe ja erklärt, in meinem Kopf läuft immer nur... Das ist manchmal echt schlimm. So, dann lass mal nochmal gucken. Also, hier würde ich jetzt nochmal einen Weg hin platzieren. Und dann mache ich hier einfach nochmal was hin, so damit es cool ist. So die Teetassen zum Beispiel. Ah, warum ist dieses Menü immer in der Mitte? Das nervt so sehr. So, hier, da kommen jetzt noch die Teetassen hin. Hier gleich am Ausgang. Was, warum kann ich die nirgendwo hinbauen? Hier ist der Eingang. Und da ist der Ausgang? Nee, kann ich gar nicht machen. Oh nein, das Ding steht voll schlecht. Und hier bauen wir den Ausgang. Okay, ist total, ist absolut bescheuert gemacht. Ich habe das total blöd gebaut. Ich glaube, ich reiße es wieder ab. Oh nein, ich bin so dumm. So, das hier abreißen. Ich muss es woanders hinbauen. Es braucht mehr Platz. Ich wäre jetzt erstmal dafür, dass wir überhaupt die Warteschlange hier überhaupt hinbauen. Das Ding hier hat überhaupt gar keine Warteschlange. Das ist total blöd. Eigentlich muss ich immer eine Warteschlange bauen. Warteschlange fürs Riesenrad und dann rausgehen. So, und beim Rausgehen von diesem Riesenrad, hier baue ich dann Snackshops hin, so dass die Leute sich dort richtig gönnen. Und zwar mache ich das so, dass ich hier so einen kleinen Platz baue, okay? Das ist so ein kleiner Snackplatz, wo man sich so an Snacks bedienen kann, okay? So. Das ist so ein kleiner Snackplatz. Ergibt Sinn, oder? Jeder mag Snackplätze, deswegen mache ich einen Snackplatz hier hin, wo man hier Burger essen kann. Und hier kann man Fruchtsäfte kaufen. Und hier kann man Brezeln essen. Und hier kann man... Nee, die Toiletten sind woanders. So, und dann können wir hier nochmal so ein paar Tische hinstellen, oder? Und Mülleimer. Hier, guck mal, Mülleimer. Damit die Leute ihren Müll irgendwo wegschmeißen können. So, hier nochmal einen Mülleimer. Und da nochmal einen. 3 Stück, das dürfte denen reichen. Und wir machen den nochmal hier Bänke. Nee, man, gibt's hier auch Tische? Nee, die haben keine Tische, gell? Und dann hier einfach noch ein paar Bänke hin, okay? So ein Essbereich soll das... Achso, Bänke kann man nur hier außen so hinstellen. 2 hierhin, 2 dahin. Aber kann man da noch ein bisschen mehr Deko hinsetzen? Was braucht ihr noch bei einer Essensdings, wenn ihr essen geht? Chat! Ihr müsst jetzt hier mithelfen, nicht einfach nur zugucken. Ihr müsst mithelfen. Was brauchen wir noch bei so einem Essenstand? Weil denkt dran, wir müssen hier 200 Gäste bedienen. Das wird ein Riesenteil. Braucht ihr einen Fernseher beim Essen? Nein, gell? Braucht ihr... Ah, warte. Braucht ihr Mülleimer? Nein. Wegbeschilderung? Nee. Bänke? Nee. Oder? Doch, so eine Steinbank. Aber wir haben doch schon Bänke. Brauchen wir nicht. Hier, stimmt, ein Blumenkasten. So, hier außenrum so ein paar Blumenkästen. Hier, genau, damit das schön aussieht hier. So. Das hier ist der Essensblumenbereich. Oh Mann, das sieht so schäbig aus. Aber es wird bestimmt irgendwie gut ankommen.
Oh nee, ich hätte hier so Dings machen können. Ich entscheide mich um. Bulldozer. Und weg damit. Und die hier. Bulldozer. Und weg damit. So, ich baue da was anderes hin. Und zwar einen Busch. Büsche sind viel nicer. So, hier drei Büsche hin. Hier drei Büsche hin. Hier drei Büsche hin. Hier drei Büsche hin. So. Und hier auch geht's auch weiter mit Büschen so. Jeder mag doch Büsche, oder? Ich kenne keinen Menschen, der bisher gesagt hat, Roman, ich mag keine Büsche. So. Alles voll mit Büschen. Das sieht gut aus. Und jetzt, doch, wir bauen da noch einen Fernseher hin. Leute stehen bestimmt auf Fernseher. Ist doch egal. Natur ist uns egal. Hier ist ein Fernseher. Das muss am Rand eines Weges platziert werden. Okay. Dann hier ein Fernseher hin. Okay. Und hier nochmal einen hin. So, und das ist unser Essensbereich. Es reicht, es reicht, es reicht. Okay. Wegbeschilderung, vielleicht noch eine Lampe oder sowas. Warum kann das denn alles nicht hier platziert werden? Das sind doch auch Wege, die ich da gebaut habe, diese Steinwege. Gehwegplatten. Ach, das sind nur Steinblöcke. Ah, ich muss hier Gehwegplatten hinbauen. So, jetzt sind das Gehwegplatten, oder wie? Ich glaube, ich bin blöd. Ah, doch, jetzt sind es Nein, sind es nicht? Du kannst eine Warteschlange bauen. Ah, eine Warteschlange muss man auch für die... Für die Dings? Für die... Essensläden bauen? Nein. Oder? Viereckige Warteschlange? Nee, 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 nee. Ich glaube, das braucht man gar nicht. Nee, 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 die arbeiten auch so. So, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Aber das Ding hier braucht... Was braucht es denn? Ah, es braucht Belieferung. Oh, okay. Oh mein Gott, was? Wir müssen da Leute einstellen? Pommes ist ausverkauft. Ey, wir haben noch nicht mal angefangen zu verkaufen, ist schon alles ausverkauft. Liefere Käse an Burger. Warte auf verfügbare Mitarbeiter. Oh nein, ich habe keine Mitarbeiter. Keiner will bei mir arbeiten. Personal? Okay, Hausmeister. Träger. Da. So, Träger. So, von denen ein paar einstellen. Ein paar Hausmeister einstellen. Ein paar Mechaniker einstellen. Und ein bisschen Sicherheitspersonal. Und diese komischen Entertainer. Ein Roboter. Wir holen uns ein Hai. Ein Hai-Entertainer. Ein Roboter-Entertainer. Und ein Dinosaurier. So. Alles klar. Jetzt arbeiten genug Leute hier. Es regnet. Und damit können wir den Park eröffnen. Eintrittspreis? $2. Ja. So. Dann müssen wir noch die Eintrittspreise von den Dingern hier anpassen. Machen wir mal $3. Dann von diesem Riesenrad hier $5. Um die perfekte Aussicht auf den Park zu sehen. Ein bisschen vorspulen, damit es nicht mehr regnet. So. Da werden auch jetzt Sachen geliefert. Seht ihr das? Da wurden gerade Sachen hierher geliefert. Und hier fehlen noch ein paar Sachen. Aber ich glaube, das findet sich alles noch. Produkte auswählen. Hamburger und Pommes verkaufen die hier. Und Produkte auswählen. Fruchtsaft wird da verkauft. So. Und die Brezeltypen, die verkaufen einfach Brezeln. So. Haben wir schon Gäste? Ja. Wir haben Gäste. Und wir können auch unsere Dinger hier eröffnen. Das hier eröffnen. Und das hier öffnen. So, und die Leute können hier was essen. Hier werden Sachen geliefert. Alles picobello. Guck mal, das Ding läuft schon. So, währenddessen die Leute jetzt hier ein bisschen normal... Also, ich lasse es jetzt in Normalgeschwindigkeit ablaufen. Die Leute sollen sich die Dings... Die Bänke sollen sie cool finden und so. Hi, Roman. Hi, Celine. Alles cool. So, Forschung, Finanzen, Parkinfo. Wir haben genug Geld, alles gut. Wir bauen am besten nochmal eine Attraktion hin. Und zwar die Teetassen, die ich eigentlich vorhatte. So, die Teetassen, die werden unser Main-Attraktionspunkt sein. Das heißt also, ich baue jetzt hier eine riesige Warteschlange hin. Zack. Und eine riesige Warteschlange. Ah, nee. Und einen Weg zurück. Warteschlange brauchen wir nicht. So. Einfach einen Weg. So. Schließen. Und jetzt gehe ich auf diesen Park da drauf. So, und da machen wir jetzt den Eingang hier. Und den Ausgang da. Okay, die Teetassen können ebenfalls
geöffnet werden. So, wir haben jetzt die Teetassen. Wir haben hier einen kleinen Snackbereich. Aktuelle negative Nachrichten haben das Interesse an Freizeitparks verringert. Dein Park wird eine Zeit lang weniger Besucher anziehen. Warum das denn? Bin ich so? Ey, wir haben neue Mitglieder. Sonnenjessie ist ein neues Mitglied und der Pitch HD 2007. Willkommen im Club. Yeah. Danke fürs Mitglied. Guck mal, da ist der Dinosaurier, den wir uns gekauft haben. Geil. Ach, der gute alte Dinosaurier. Der soll jetzt mal die Leute hier entertainen. Ich bezahle den ja nicht umsonst, ey. Wie viel zahle ich dem Guten nochmal? Warte. Personal. Junge, was? $14 im Monat kriegt der von mir. $14. $14 muss er sich hart verdienen. Der trägt den ganzen Monat dieses Dinosaurierkostüm und watschelt hier durch diesen Park und bekommt $14. Würdet ihr für $14 den ganzen Tag durch meinen Park watscheln? Bestimmt, oder? Den ganzen Monat, sorry, nicht den ganzen Tag. Juma Gabriel schreibt langweiliges Spiel. Juma Gabriel, weißt du? Keiner zwingt dich hier mitzugucken. Wenn ich meinen eigenen Freizeitpark hier bauen will, dann mache ich das. Weißt du, egal, ob du das langweilig findest oder nicht so. Weißt du, solche Kommentare wie, ich finde deinen Livestream langweilig. Das ist so unnötig, weißt du, ich meine? Das ist erstens unfreundlich gegenüber anderen, weil wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann gehst du und schaust dir einfach irgendwas anderes an. So, ganz, ganz simpel. Man muss nicht den Leuten immer versuchen, eins reinzudrücken irgendwie und immer, oh, meine Meinung, bla bla bla. Einfach, wenn man nicht zufrieden ist, einfach gehen, weil ich baue hier meinen Freizeitpark auf. Also, ich check gerade meine Finanzen, okay? Und ich habe bisher, oh nein, Mist, ich habe bisher $300 minus gemacht. Ah, Mist. Hä, woher kommt das? Ich muss die Dinger hier erhöhen. Für das hier sollen die $8 bezahlen. Das Riesenrad 5 und das hier 3. So, Toiletten sind da. Essenspreise erhöhen. So, Pommes. Wie gut wurde Pommes verkauft? Noch gar nicht? Ach, die sind wahrscheinlich nicht geöffnet. Doch, sind sie. Der Burger ist geöffnet. Das Ding ist geöffnet. Und das hier auch. Hä, warum kauft da denn keiner ein? Hä, liegt es an den Steinen? Aber die Leute laufen da doch herum, oder? Warum kaufen die nicht bei mir in den Läden ein? Ich habe noch nichts verkauft. Doch, der hier hat was verkauft. Verkäufe an Brezeln? Ich weiß, doch, minus $10? Oh nein, ich mache Verlust. Verkäufe von dem hier? Minus. Ey, ich muss die Preise erhöhen. Eine Brezel kostet $5 jetzt bei mir. Und ein Fruchtsaft kostet $18. Und ein Burger 17,50 Euro. 1750 Euro. Okay, 17 Euro ein Burger. So, mal gucken. Ein Bus brachte 5 Gäste, die Fahrgeschäft. Okay, irgendwas stand da dran. Ich hab's nicht gelesen. Oh, wir haben neue Mitglieder wieder reinbekommen. Yo, Hubert Burlefinger, hi und willkommen im Club. Und nochmal, der Tim Thor ist auch ein neues Mitglied. Willkommen im Club. Super. Danke fürs Mitgliedsein. So. Also, die Leute von mir, die bringen die ganzen wichtigen Sachen in Park, okay? Die laufen hier diese Straße entlang und es läuft auch wunderbar. Und meine Sachen hier... Warte mal, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ich glaube... Ich baue hier alles weg mit dem Bulldozer, okay? So, das hier mache ich weg. Ja. So, da ist jetzt wieder nur grüne Fläche. Und dann haben wir hier grüne Fläche in der Mitte. Und die nutze ich lieber. Und mache da so Büsche hin. So, Busch, 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 Busch. Busch, 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 Busch. Busch, 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 Busch. So. Und hier auch noch ein paar Büsche. Ach, die sind so
ungemütlich zum Platzieren, die Büsche, aber sind effektiv. So, dadurch, was haben wir dadurch effektiv erreicht? Zwar nicht sehr viel, allerdings habe ich das Gefühl, dass jetzt mehr Leute... Ja, die hat sich einen Burger geholt! Die hat sich einen Burger geholt, guck! Ja, geil, es funktioniert. Sie hat sich einen Burger geholt, ihr habt es gesehen. Guck, da sitzt sie. Sie isst den Burger. Es funktioniert, okay? Das funktioniert. Das bedeutet, die Leute kaufen endlich unsere Burger. So, dieses Fahrgeschäft, Statistiken, $15 Einnahmen. Nice. Was, Ausgaben? Oh nein, gar keine Einnahmen. Warum denn? 0 Gäste in dem Fahrgeschäft, 0 in der Warteschlange. Oh nein. Es sind keine offenen Aufwärts. Zufriedenheit. Ich zahle nicht so viel für eine Spiralrutsche. Ja, ist ja gut. Dann machen wir $1, okay? $1 kostet das Ding jetzt nur noch. Fahrgeschäft, Farbauswahl, Lichter deaktivieren, Musik kann man machen. Statistiken. Aufregung sehr niedrig, Dekoration schlecht. Oh, wie soll ich das denn jetzt dekorieren? Was kann man denn da dekorieren? Ich versuch's mal. So eine Topfpflanze, ist die nice? Guck, zack, so eine Topfpflanze. Hier auch nochmal eine. So, und hier auch nochmal eine. Und hier auch eine. So. Das ist doch mal Deko. Einfach schöne Deko. So eine Topfpflanze. Guck mal, das sieht jetzt viel. Und hier noch so einen kleinen Felsen. Guck mal hier hinten. Babam. So. Das zeigt von Gefährlichkeit. Guck mal, hier können wir auch noch einen Felsen hinsetzen. Ah, jetzt habe ich das Menü zugemacht. Gib mir nochmal so einen großen Felsen. So einen Felsen in riesig. Zack. Hier auch hin. Guck mal, so ein Felsen, der macht schon was her, oder? So, oh, guck mal, da ist der Hai, den wir arbeiten lassen. Guck mal, es ist doch eigentlich alles schön in unserem Park. Weißt du, was ich mache? Ich werde jetzt den Eintritt für den Park erhöhen. $5. So. Zahl das Ding. So. Zufriedenheit. Es gibt hier in der Gegend keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität, die mich interessieren. Okay. Ich zahle nicht so viel Parkeintritt. Mann, ich habe $3 Parkeintritt verlangt. Oh, das ist doch unglaublich. Okay, das heißt, die wollen also mehr Intensität. Weil wir haben doch hier hinten Intensität, oder nicht? Kann ich da die Geschwindigkeit einstellen? Oh nein, wir gehen pleite, Mann. Okay, chill. Parkversorgung, Läden, Deko, Terraforming, Pinsel, Bulldozer. Fahrgeschäfte. Okay, dann machen wir was Krasses. Aufregende Fahrgeschäfte. Hier, den Graviton. Den bauen wir hier hin. So, der Graviton hat den Eingang hier hinten und den Ausgang dahin. So, und dafür bauen wir jetzt noch ein paar Wege hier. Einmal ein Dings zum Warten. Und dann nochmal einen normalen Weg zum Rausgehen mit Erde. So, der Graviton... Der sieht nice aus und da haben die Leute jetzt auch was zu machen. Ne? Und das Ding kostet aber $3,50. So. 6 Leute in der Warteschlange. Guckt euch das mal an. Alter, wie die Schlange stehen. Ja. Das ist unser erster Kassenschlager. Guckt euch das an, wie die da stehen. Nice. Hallo, ich bin ein Po und ich stinke nach Klo. Alles klar, Joel. Oh, Junge, stehen da viele an. Ein Kassenschlager. Okay, dann lass mal nochmal gucken, was wir hier noch brauchen. Wo kann ich hier etwas zu trinken bekommen? Wir haben doch hier Trinken. Fruchtsäfte gibt's doch. Oder wir brauchen etwas Läden. Parkversorgung. Guck mal, einen Müllschlucker, den können wir hier hinten hinbauen. Und einen zweiten bauen wir hierhin. Ich habe keine Ahnung, was dieser Mischlocker hier macht. Ich habe auch keine Ahnung, wie der funktioniert, deswegen reiße ich ihn einfach wieder ab. So, abreißen. Keine Ahnung, was der macht. So, Parkversorgung, Pausenraum, Schulungsraum. Das sind die für die Verwaltungsleute. Parkversorgung, Läden, Deko. Aber Fruchtsäfte, Toiletten und Brezeln gibt es doch. Also es gibt doch auch was zu trinken. Finden das die Leute nicht?
Glaubt ihr, man findet diesen Fruchtsaftladen hier nicht? Der hat doch genug. Mann, der macht die ganze Zeit Minus. Der verkauft ja gar nichts. Was? So viel bezahle ich nicht für Fruchtsäfte. Ach so, Mist. Stimmt, ich habe die ja mal auf voll teuer gestellt, ne? Okay, ein Fruchtsaft, $2. Riesenrad ist defekt. Haltevorrichtung schließt nicht. Oh nein. Oh, das kostet jetzt bestimmt Geld. Defekt, Haltevorrichtung schließt nicht. Riesenrad reparieren. Ah, guck mal, da kommt schon jemand, der das repariert, oder? Ja, einer wird das jetzt auf jeden Fall bearbeiten. Ja gut, ich muss jetzt auch die Burger wieder ein bisschen günstiger machen. So, $3 für ein Dings. Fruchtsaft $2 und die Brezel machen wir auch $3. So, wir müssen jetzt dringend was verkaufen, Mann. Viele deiner Gäste sind durstig. Ich stelle sicher, dass du genug Läden hast, die Trinken verkaufen. Ah, ja, ist ja gut, ist ja gut. Hier nochmal ein Fruchtsäfteladen. Und den müssen wir auch noch beliefern. Und der kostet aber $3, ein Fruchtsaft. So, jetzt gibt's da aber genug. Alles klar. Und jetzt am besten noch ein Fahrgeschäft. Ich glaube, die mögen keine Fruchtsäfte. Mike, du hast vielleicht recht, aber woher soll ich denn Wasser bekommen? Ey, warte mal. Es gibt Deko. Ich kann doch bestimmt... Kann ich die aus einer Pfütze trinken lassen? Nee, das geht bestimmt nicht, gell? Aber so ein Tor können wir hier hinbauen. Aber was bringt uns das? Nee, das bringt uns nichts. Deko ist jetzt gerade egal. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal so ein Fahrgeschäft. Und zwar... Ich glaube, wir brauchen eine... Eine Achterbahn. Oder eine gemütliche Flussfahrt. Oder eine Achterbahn. Mal gucken. Ich schau mal kurz, was die Leute wollen. Ich gehe hier mal wieder drauf. Es gibt hier in der Gegend keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität, die mich interessieren. Wo kann ich was zu trinken bekommen? Ich zahle nicht so viel Parkeintritt. Wie viel Parkeintritt habe ich denn gemacht? $5. Das ist doch nichts. Okay, gut. Dann $2. So, ich habe bisher 51 Leute im Park gehabt als Besucher, okay? Die Leute sind relativ zufrieden. Es gibt nicht genug Deko. Und die Erlebnisse sind nicht zu krass. Und die Preise sind ein bisschen zu teuer. Okay. Kann ich auf die einzelnen Leute eigentlich draufdrücken? Ja, kann ich. Ah, ich kann sogar sehen, wie viel Geld die ausgegeben hat. Guck mal, die... Rosemary Reed hat bisher $14,50 bei uns ausgegeben. Schön. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal einen gewagten Schritt und bauen einfach eine nice Achterbahn. Und zwar einen Spinning Coaster. So, den bauen wir hier hin, nach da hinten. So, damit der auch nice ist. So. Zack. Bauen hier den Eingang hin. Und auf der anderen Seite den Ausgang. So. Dann lass mal gucken, wie wir den Spinning Coaster machen. Plattform musste man am Anfang bauen. Das sind Bremsen. Nein. So. Wie wollte ich das nochmal machen? Genau. Ich baue hier auf jeden Fall... Mist, das wird jetzt schwierig. Ja, keine Vision... genau. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ich baue einfach... Aber warte mal, ich brauche doch mehr Plattformen am Anfang. Wie kann ich denn nochmal Plattformen auswählen? Das sind jetzt wieder nur Rails. Warte mal, schließen. Warte mal, kann ich den jetzt nicht mehr bearbeiten? Spinning Coaster, bearbeiten. So, funktioniert. Aber ich möchte da gerne... Ausgang, Eingang, Folgen, abreißen. Ich reiße ihn mal nochmal ab, weil irgendwie hat das nicht funktioniert so richtig. So, nochmal. Das heißt, ich gehe auf Achterbahn, Spinning Coaster. So. Bauen, 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 bauen. So, das ist auf jeden Fall genug. Dann würde ich sagen, wir gehen hier auf Höhe und machen aber einen guten, hohen Anfang. So, das ist... Okay, hört zu. Hört zu. Hört zu. Ich baue jetzt eine Achterbahn, die so krass wird, dass ihr die alle fahren wollt. Und wenn ich fertig bin mit dieser Achterbahn, schreibt ihr mir 1 in den Chat für Jahoman, ich fahre die. Oder 2 in den Chat, nee, die ist mir zu langweilig. Ich versuche jetzt mein allerbestes, okay? Mein allerbestes, diese Achterbahn so perfekt wie möglich hinzubekommen. So, es fängt an, indem wir richtig hochfahren, okay? Ah Mist, das geht gar nicht. Aber wir brauchen so einen Seilzug, ne? Okay, nevermind. Das muss ich wieder abreißen. So.
Ich brauche hier einen Seilzug, okay? Und der geht richtig hoch. Bauen. Ja, aber das geht ja gar nicht. Lift. Was? Was ist hier passiert? Nein. Ich will das nicht. Ich will hier abreißen. Und das soll ein Lift werden. So, Lift. Und jetzt bauen. Bauen. Ja, Lift, Lift, Lift. So. Okay. So. Ich hoffe, das ist ein guter Anfang. Wie viel Geld haben wir circa? Wir haben noch genug. Okay, 104. Okay, das ist das Maximum. So. Dann gehen wir gerade. Okay. Bauen flach gerade. Starke Kurve nach rechts. Und dann fahren wir hier leicht nach links. Mit einer S-Kurve. So. Dann drehen wir das Ding. So, guck mal. Wir drehen das nämlich so, dass wenn du dann hier so hinfährst, dass der dann eine 65-Grad-Drehung macht, okay? Ne, eine S-Kurve bauen wir hier. Genau. S-Kurve. Und dann von der S-Kurve aus fährt er dann so in einem Looping, okay? Ja, das wird krass werden. Pass auf. Das heißt, ich baue das Ding jetzt so nach unten. Dieser Platz wurde bereits belegt. Was meinst du damit, dieser wurde... Ah, Mist. Das schneidet sich, ne? Okay, never mind. Dann wieder zurück. Den hier muss ich abschneiden. So. Und jetzt ein bisschen... Achso, jetzt muss ich den wieder runterbauen. Genau. Und jetzt brutal weit runter. Das wird jetzt brutal weit runtergehen in dieser Drehung. Alter, was eine Drehung. Guck dich das mal an. Okay. Alles klar. Das wird brutal werden. Aber die Leute werden es lieben. So. Wie kann ich das denn runterbauen? Also mehr runterbauen. Mist, das geht gar nicht. Ach, Mist. Okay, chill. Dann bauen wir in die andere Richtung. So. Und dann wieder in die andere Richtung. So. Und dann wieder in die andere Richtung. So. Und dann wieder in die andere Richtung. Richtig weit nach unten, so. So, und dann fliegen die Leute hier nach unten. Und, dann geht das stark in eine Rechtskurve. Oh mein Gott, und es geht dann in den Untergrund auch. Ah, okay, Park besitzt keine Konstruktionsrechte für diesen Platz. Alles klar. Das heißt, wir gehen doch nicht ganz nach unten, sondern leicht nach vorne. Genau, bauen. Dann jetzt nach rechts. So, und dann bauen wir hier so eine kleine Kurve. Und wir versuchen wieder gerade zu gehen. Auf den 10-Grad-Modus. So, genau. Und dann fahren wir hier nach links. Und dann eine kleine S-Kurve. Die ein bisschen... Nee. Ich meinte nach rechts. Geradeaus. Und nach rechts. Stark nach rechts. Nee. Eine nach vorne. Stark nach rechts. Ja, oder? Wie konnte ich denn nochmal ein Ende bauen? So, und jetzt schau dir das mal an. Okay, es ist zwar noch nicht fertig, aber schaut euch das an. Und ihr müsst jetzt, genau, ihr müsst jetzt aber abstimmen mit 1 oder 2, ob ihr die fahren würdet. Okay, das ist die schnellste Achterbahn, die es auf diesem Planeten gibt. 1 Million G-Crafte. Guckt euch das an. Die fährt dann hier lang. Fährt dann dieses Ding hier entlang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Einmal außen rum und so schnell, dass wir das nicht mal sehen können. Super. Ausgang. Der Ausgang ist hier und der Eingang ist da. Genau. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich den Abschnitt hier machen kann. Ist ein bisschen schwierig.
Weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie ich da das Ende bauen kann. Wie konnte ich denn nochmal das Ende bauen? S-Kurve? S-Kurve nach rechts? Ich versuche das mal kurz hier abzureißen. Und dann nehme ich hier eine S-Kurve oder so eine Kurve. Aber lass die ein bisschen weiter nach da bauen. Oder warte mal, ich brauche vielleicht eine größere Kurve so. Oh Mist, das ist so schwer. Ich habe keine Ahnung, wie ich das fertig bauen kann. Nee, bisschen weiter geradeaus. Und jetzt 45 Grad nach da. Nein, ein bisschen noch geradeaus. Und jetzt 45 Grad. Hey, ich krieg das aber nie im Leben so hin. Kann ich das kürzer machen? Nee. Runter? Nee. Gerade? Nee. Hey, ich bin wieder dumm, Leute. Könnt ihr mir kurz helfen? Nach unten? Ich muss nach unten Ach so, ich baue nach unten deswegen. Oder? Ach so. Ah, das Ding ist zu hoch. Got it. So. Das heißt, wir müssen hier nach unten bauen. Ah, nicht nach oben. Nach unten. So. Bauen. Und jetzt geradeaus. So. Zack. Und jetzt nach rechts. Ne, nur nicht nach rechts. Bauen. Und jetzt nach rechts. Ja! Alright. Warte, warte, warte. Das Ding hat doch keine Bremse. Ich muss hier am Ende eine Bremse einbauen, tschö. Genau. Bauen. You can only build a track segment at the front of... Okay, warte mal. Lass mal kurz... Warum kann ich das denn jetzt alles nicht mehr bearbeiten? Ich schaue mir das mal an. Wie fährt denn dieses Ding? Also, der fährt hier lang, hier lang, hier lang. Dann da lang, da lang, da lang. Und zack, ist er da. Ja, passt doch, oder? Kann man öffnen. So. Ja, lass mal gucken, ne? Und damit zocken wir jetzt auch die Leute richtig ab. Pass auf, ich zeige euch jetzt mal, wie man einen richtigen Eintrittspreis verlangt. Bzup. So. Und hier ist der Ausgang. Wieder ein normaler Feldweg. Zack. Alright. So, hier ist unsere Achterbahn. Die ist fahrbar. Allerdings müssen wir hier noch den Preis kurz ändern. Und zwar ändern wir den Preis auf 8 Dollar pro Fahrt. Das ist nämlich der absolut kranke Knochenbrecher. So nenne ich ihn. So. Mal gucken, was die Leute davon halten. Ein Fernsehsender hat einen Beitrag über den Spinning Coaster gesendet. Ja! Nice! Okay. So, der Spinning Coaster, der sieht schon nice aus. Also, ich finde, der ist heftig geworden. Oh, da ist eine 10-Euro-Spende reingekommen. Lass mal kurz durchlesen, ne? Kurz, zack. Einmal eine 10-Euro-Spende von Laura mit Cool. Danke, Laura, für deine Spende. Vielen Dank. So. Und jetzt nochmal. Eins für würde ich fahren oder zwei in den Chat für ist mir zu langweilig, okay? Ich will da jetzt eine ehrliche Meinung. Findet ihr, dieser Rollercoaster ist gut geworden? Ich finde schon. Also ich finde, das könnte definitiv gut werden. So, und wir können mal gucken, wie viele Leute wir jetzt schon an Besuchern hatten. So, es gibt hier in der Gegend keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität, die mich interessieren. Wo kann ich etwas zu trinken herbekommen? Immer noch. Dann noch ein Fruchtsaftgeschäft. Chill. Ich brauche noch ein Fruchtsaftgeschäft. So, hier nochmal einen hin. So, der wird dann auch beliefert einfach. Und wisst ihr, wie ich das sogar mache? Ich baue sogar hier Mitarbeiterwege, damit... So. Damit da sofort jemand hinlaufen kann und das beliefern kann. Und das hier auch. So, dann sind das nämlich schlaue Wege. Ah, das ist ja viel besser so, wenn die Leute das so beliefern können, weil dann haben die kurze Wege. Super. Toiletten haben wir, glaube ich, auch genug. Und es dürfte auch alles laufen. Jetzt schauen wir nochmal kurz, wie viel Kohle wir machen. So. Zufriedenheit. Ja, die Leute finden die Erlebnisse nicht schlecht. Oh, wir haben ein neues Mitglied. Sven Rennau. Willkommen in der Aerosol Crew. Danke fürs Mitglied werden. Willkommen. Hi. Eins, aber hab Angst.
Okay, ich hätte auch Angst, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass du eigentlich in der echten Welt würdest du, glaube ich, an den G-Kräften hier drin sterben. Aber was willst du machen? Es gibt einen Überschuss von Brezeln, wodurch die Preise um 27% fallen. Oh nein, die Brezelpreise fallen. Naja. Die Leute haben aber was zu sitzen und die haben so eine kleine Lounge hier. Ich würde sogar sagen, ich packe hier sogar am besten einen nicen, riesengroßen Baum hin. Ich möchte so einen riesigen Baum haben. Einmal hier, dann da, hier und da. Guck mal, ein Baum kostet nur 10 Dollar, dann sollten wir nicht daran... Dieser Platz ist bereits belegt. Hier ein Baum hin, da ein Baum hin. Guck mal, dann können wir auch hier ein bisschen die Mitarbeiterwege zumachen. Weil dann sehen die Leute nicht, dass hinten die ganze Zeit Mitarbeiter arbeiten. Und haben sozusagen das Gefühl, als ob alles von alleine funktioniert. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt einen Einfluss in diesem Spiel macht. Wahrscheinlich nicht. Aber die Leute können jetzt die Mitarbeiter nicht mehr sehen. So, überall sind Bäume. Besser als die Hecken. So, wir könnten prinzipiell eigentlich hier in die Mitte hier nochmal was hinbauen. So. Oder wir könnten uns auch ein bisschen dran trauen, noch ein großes Fahrgeschäft zu machen. Okay, Chat. Was würdet ihr sagen? Hättet ihr prinzipiell eher Lust, nochmal so ein großes Fahrgeschäft zu machen, wie sowas wie eine gemütliche Flussfahrt? Das bedeutet im Prinzip eigentlich, dass die Leute, ja, wir machen halt so eine Flussfahrt, auch selber bauen, wie die Achterbahn. Oder sollen wir was, oh, man kann hier auch Gärten oder sowas kaufen, Chimmer. Nee, das sind Läden, Parkversorgung. Nee, das brauchen wir nicht, alles gut. Parkversorgung, Deko und bei Deko gibt's Wegdekoration. Wasserbahn. Wollt ihr eine Wasserbahn haben? Oder wollen wir lieber... Oder wollen wir lieber so einen Twister oder einen Wipeout hinbauen? Also, eins für die Wildwasserbahn in den Chat. Also, hört zu, eins in den Chat für Wildwasserbahn. Und zwei in den Chat. Zwei für ein anderes Fahrgeschäft. Eins für Wildwasserbahn und zwei ein anderes Fahrgeschäft. Sowas ähnliches wie Silverstar hat gerade jemand geschrieben. Ich glaube, Silverstar und so ein Kram machen wir einfach, wenn wir... Wie heißt das nochmal? Wenn wir einen neuen Park beginnen. Weil wir haben jetzt schon Knochenbrecher. Twister. Wasserbahn. Wasserbahn 2, 2, 2. Oh, 2. Okay, mal was anderes. Okay, guarded. Wir machen 2. Alles cool. So, dann würde ich sagen, wir bauen einfach hier, weil es der Platz wahrscheinlich ganz gut erlaubt, noch einen guten Wipeout hin. So, der passt hier nämlich richtig brachial gut hin. Wir bauen das schön alles sehr kompakt. So richtig schön Stück an Stück. So, das heißt, hier bauen wir eine Warteschlange. Blup. Und auf der anderen Seite wieder einen Weg raus. So, genau. Und dann können wir das Ding auch schon eröffnen. Super. So, da gehen die Leute jetzt auch rein. Das heißt, wir haben jetzt hier diese eine Rutsche. Das hier, da müssen wir den Preis noch anpassen. Auf 3,50 Dollar. Ein bisschen teurer. Dann die Rutsche kann 1 Dollar bleiben. Schon okay. Riesenrad 5 Dollar. 26 Gäste in dem Fahrgeschäft. 0 in der Warteschlange. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu teuer. Deswegen machen wir 4 Dollar. Das Ding hier hat 15 Gäste im Fahrgeschäft, 14 in der Warteschlange. Das können wir teurer machen auf 5 Dollar, weil so viele drin warten. Guckt euch diese Leute an. Hahaha. So. Unsere Achterbahn wird nicht gut besucht. Wahrscheinlich zu teuer. 4 Dollar. Okay, 4 Dollar. Da kommt jetzt ein Arbeiter rein. Mal gucken, ob die... Ja, guck, da kommen die Leute auch auf einmal rein. Weil es ein bisschen günstiger geworden ist. So. Ah, guck mal, den habe ich jetzt auch teurer gemacht. Da sind die Leute jetzt auch nicht mehr so interessiert dran. So. 3,50 Dollar. Das sind die Leute noch gut bereit zu bezahlen. Okay, dann gebe ich hier auch am besten 3,50 Dollar ein. Und hier auch nochmal 3,50 Dollar. Damit die Leute das Hauptsache fahren, wisst ihr? Wir brauchen so viele Leute wie möglich, die das fahren. Das hier fährt gar keiner, weil es auch zu teuer... Oh, jetzt habe ich 350 Dollar hingemacht. 3 Dollar 5. Nein! 3 Dollar 50. So.
Oder was soll ich für einen Preis machen? Was würdet ihr... Also, pass auf. Ich habe ja jetzt gerade den Preis so gemacht. $2 kostet der eigentliche Eintritt. $2. Das ist noch okay. Und dann, das Ding hier kostet $1, weil das halt nur eine Rutsche ist. Essen, ist auch in Ordnung bisher. Trinken wird auch beliefert. Das wird alles beliefert. Ich finde, das ist eigentlich voll legitim, so wie das jetzt gerade ist. Guck mal, da gehen jetzt auch wieder Leute hin zu dem Ding. Das können wir vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger machen mit $3. So, dann gehen da einfach mehr Leute hin, dann ist gut. So, $3,50, da stehen die Leute auch Schlange. Guck mal, hier ist ja alles voll. Währenddessen ja alles voll ist, erhöhe ich die Preise auf $6. Und jetzt bezahlen die Leute, die hier Schlange stehen, alle $6. Okay. Ergibt doch Sinn, oder? $2,50. Mach Parkeintritt $0. Soll ich mal Parkeintritt $0 machen? Okay. Parkeintritt $0. Vielleicht kommen jetzt viel. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Aber der Knochenbrecher wird nicht so oft gefahren. Guck mal, da läuft nur unser Hai-Maskottchen die ganze Zeit herum. Na gut, dann machen wir das mal auf $2 die Fahrt. Ja, weil sonst wollen hier die Leute nicht fahren. Guck mal, dieses Fahrgeschäft hier kostet $6. Das macht Geld wie verrückt. Guck mal, $108. Profit. Und das hier? Oh ne, das verteilte Gehkräfte möchte ich nicht wissen. Ich möchte wissen, wie viel Kohle du gemacht hast. Hier. 108 auch. Nee, das ist Ausgaben. Oh nein! Wir machen gar keine Einnahmen mit dem Ding. Null Gäste in der Warteschlange? Warum will denn niemand den Knochenbrecher fahren? Oh Mann, Achterbahnen sind echt Müll. Ich glaube, ich stelle hier nochmal eine Fahrt, so ein Dings hin. Nochmal ein Transportgeschäft. Den Twister können wir hier noch irgendwo hinbauen. Hier, da kommt der Twister hin. Beim... Zack. Bei dem Ding hier. Hier vorne machen wir den Eingang. Hinten machen wir Ausgang. So, und dann bauen wir hier nochmal kurz. Zack. Warteschlange. Und auf der anderen Seite bauen wir Feldweg. So. Das Ding wird jetzt... Alter, das wird immer noch richtig krass besucht. Obwohl es teuer ist. Dann werde ich es mal noch teurer stellen. Wie viel Profit macht das? Oh, Alter, das macht $300 Profit. Das ist stark. Das lassen wir jetzt so. Solange das Geld macht, ist alles gut. Der Knochenbrecher ist zu krass. Meinst du wirklich? Glaubst du, deswegen fahren die Leute den nicht? Gedanken. Ah, Spinning Coaster sieht zu intensiv aus für mich. Okay. Der bringt Intensität ultra extrem. 200. Okay, dann müssen wir den langweiliger machen. Wie macht... Guck mal. Jetzt habt ihr euch im Chat dieses Ding gewünscht. So, jetzt habe ich das für euch gebaut. So, der Knochenbrecher. Den habt ihr euch alle gewünscht. Und was haben wir jetzt? $200 miese. Mann, Leute, ihr müsst euch langweiligere Sachen wünschen. So, pass auf. Ich habe da eine Idee, wie wir das machen. Wir gehen das Ding rein und bearbeiten das nochmal. Willst du dieses Fahrgeschäft schließen? Bearbeiten? Ja. So, dann pass auf. Ich zeige euch, wie wir das machen. Wir gehen hier hin und wir visualisieren mal die G-Kräfte. Oder doch nicht. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie das funktioniert. So, wir gehen mal hier weiter. So, hoch, hoch, hoch. Das ist alles noch in Ordnung. Ich glaube, wir müssen einfach die Sachen verändern ein bisschen, die ein bisschen zu krass sind. So, wir machen also hier, zum Beispiel bauen wir hier mal eine Bremse ein, so. Was? Überhöhtes Bauen ist nicht möglich. Okay. Wo kann ich denn eine Bremse einbauen hier überall? Ich kann hier ja nirgendwo eine Bremse einbauen. Hä, wie kann es denn sein, dass ich hier nirgends eine Bremse einbauen kann? Ich habe keine Ahnung, Mann. Okay, warte, chill. Dann müssen wir hier ein bisschen was ändern. So, das heißt, ich würde sagen, wir müssen das hier wieder gerade stricken. Hoch, runter. Hä, das geht gar nicht. Oh, jetzt habe ich es abgerissen. Okay. Okay, jetzt habe ich es abgerissen. Und ich glaube, ich werde mal ein bisschen
den anderen Part hier auch abreißen. Es tut mir leid, Freunde, aber dieser Rollercoaster bringt nur Verlust. Deswegen müssen wir das hier alles abreißen. Der ist zu gefährlich. Ihr habt ihn euch zu gefährlich gewünscht. Ich habe ihn zu gefährlich gebaut. Und jetzt haben wir diese Misere. So. So. Zack, 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 zack. Und zack. So. Prinzipiell wäre es jetzt schlau, wenn ich jetzt von hier aus... Ein Beitrag über Wipeout wurde viral auf sozialen Medien. Okay, cool. Das heißt, dass sie auf Null setzen, ein bisschen geradeaus bauen, eine kleine Rechtskurve, so, und dann wieder geradeaus, und dann steil nach unten. Oder am besten einmal kurz nicht so steil, und dann steiler. Nicht Linkskurve. Nein, 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 nein. So. Gerade ganz nach unten. So. Ja. So, so, so. Dann ruckartig wieder nach oben. Oder nicht so, doch ruckartig wieder nach oben. Nochmal eins nach oben. Und dann wieder ganz straight nach unten. So. Und dann Rechtskurve. Und dann geradeaus bleiben. Nein, gerade. Und dann wieder hoch. Nein, nicht hoch, gerade. Oder nach links. Nein, eine S-Kurve. Was tue ich hier gerade? Ich habe Angst. Angst vor mir selber. Geradeaus. Flach. Die baue ich jetzt. Und jetzt brauche ich eine S-Kurve. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Warte mal. Ich, muss prinzipiell auch die ganzen anderen Dinger auch alle kaputt machen. So, warte mal. Ich mache jetzt mal kurz hier kurzen Prozess. So. Und Abriss. Ahoi. So. Jetzt das Ding hier so. Ein bisschen weiter nach oben natürlich. So ein bisschen nur nach oben. So, und jetzt bauen wir das Ding gescheit so. Zack. Und jetzt nach rechts. Aber nicht nach oben. Hör auf, nach oben zu bauen. So. Und jetzt wieder runter. Runter. Gerade bleiben. Ist es auf einer Höhe? Nee, es ist immer noch zu hoch. So. Viel steiler nach unten, ne? So. Und jetzt geradeaus. Und jetzt Rechtskurve. Nein, noch geradeaus. Rechtskurve. So. Das Ding muss jetzt safe sein. Zumachen und eröffnen das Ding. So. Jetzt haben wir den Knochenbrecher nicht so brutal gemacht. Guck mal, der sieht doch jetzt auch aus wie eine richtige Achterbahn, oder? Guck mal, und die Leute fahren. Die Leute fahren. Juhu. Oh mein Gott, Alter. Halleluja. Schon cool, wie du dir das alles ausdenkst. Hey, danke, King David. Super, das ist wirklich ein Kompliment, was ich heute, das erste Kompliment, was ich so richtig bekommen habe. Das andere Kompliment ging an meine Haare, das war auch schön. Heute ist der Tag der Komplimente. Hey Chat, ihr seid heute richtig nett. Wirklich, danke. So, das ist unser Knochenbrecher. Und da scheinen auch die Leute jetzt endlich irgendwie mit zu fahren. Aber ich habe das Gefühl, das Ding ist immer noch zu intensiv, oder? Diagramme. Der Spinning Coaster war intensiv. Der blieb da, blieb da. Ist er zu hoch oder wie? Wir könnten prinzipiell, was ich vielleicht noch machen möchte, damit der einfach auch besser aussieht. Wait. Wir schließen das Ding nochmal kurz. Und gehen hier zu dem Abteil. Dem hier. Und löschen das. So, löschen. 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 So. Was wir jetzt einfach hier machen, ist einfach gerade ausbauen. Warte, ich sehe nichts wegen diesem Regen, Mann. Ach, widerlich der Regen. So, nach in diese Kurve, diese S-Kurve müssen wir bauen. Und nach oben. Nach oben eine S-Kurve.
Mist, wie komme ich da denn jetzt dran? Riesenrad ist schon wieder defekt. Ich hasse das Riesenrad. So, und jetzt einfach straight nach oben. Zu hoch für Stützpfeiler. Warte mal. Eins weiter nach vorne muss ich. Und dann würde ich gerne das hier ebenfalls löschen. Und dann hier bauen. Bauen. Und dann hier nach rechts so reingehen. Aber dafür muss ich dieses kleine Stück hier auch abreißen. Dann kann ich hier dann nach rechts gehen. So, das ist jetzt simpler, okay? Es gibt einen Mangel an Ersatzteilen. Die Sicherheit von Fahrgeschäften wird sich verschlechtern. Ja, ja, ist gut, ist gut. So, öffnen das Ding. So, sieht der jetzt immer noch zu brutal aus? Guck mal, der sieht jetzt aus wie eine ganz normale Achterbahn. So, und ja, guck mal, die Leute fahren ihn auch mehr. Wir machen auch noch einen Angebotspreis. Guck mal, $2. 5 Gäste sind im Fahrgeschäft. Ein paar Leute interessieren sich dafür. Was denken die Leute dafür? Hier, Zufriedenheit 50%. Keiner hat mehr Bedenken. Keiner hat mehr Bedenken. Super. Oh, Mann. Der Spinning Coaster sieht zu intensiv aus für mich. Wie können wir den denn nicht so intensiv aussehen lassen? Ey, die YouTube-Brüder, danke für euer Mitglied. Herzlich willkommen, die YouTube-Brüder. Willkommen im Club. Und auch nochmal Michelle Olmin, willkommen im Club. Übrigens, an die Leute, die es wissen wollen, wenn ihr Mitglied werdet bei mir im Channel, dann bekommt ihr ein kleines Logo vom Arisu-Logo vor eurem Namen in den Kommentaren auf YouTube von normalen Videos und im Live-Chat hier, ja, kriegt ihr dann auch sozusagen ein Logo vor dem Namen und ihr unterstützt mich gleichzeitig damit. Damit könnt ihr YouTuber unterstützen, ist eine coole Sache und ja, das wollte ich einfach nochmal gesagt haben für die Leute, die nicht ganz wissen, was das ist. Genau. So, es regnet übrigens wieder. Also, ich würde jetzt mal sagen, wegen dem Rollercoaster, ich glaube, ich fasse den nicht mehr an. Ist mir jetzt auch inzwischen so ein bisschen egal. Ich möchte gerne wissen, was der Pinsel kann. Kann ich mit dem Pinsel Sachen färben? Wahrscheinlich schon. Oder nicht? Okay. So, das heißt, wir haben Riesenrad hier. Das ist repariert. Wir haben alle Sachen. Es gibt was zu trinken, es gibt was zu essen. Wie viele Leute haben uns schon besucht? So, Dekoration ist noch low. Das heißt, die Leute wollen mehr Dekoration. Es gibt hier in der Gegend keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität, die mich interessieren. Was soll denn das bedeuten? Alter, Alter, was? Guckt, ich habe doch diesen ganzen Rollercoaster hier richtig für Loser gemacht, so. Für Leute, die die ganze Zeit Angst haben. Und keiner fährt dieses Ding wieder. Oh, ist das zu hoch vielleicht? Oh, ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja schon entschärft, so. Kann ich nochmal sehen, wie krass die Leute den finden, ne? Er ist immer noch ultra extrem, weil die G-Kräfte zu krass sind. Okay. Oh Mann, der ist... Ja, okay, ich gib's ja schon zu. Der ist schon schnell. Er ist schon schnell und die G-Kräfte sind brutal, okay? Aber ich habe keine Lust mehr, an dem irgendwas zu bauen, so. Ich mache das lieber ein bisschen simpler. Kann ich hier Terraforming machen? Guck mal, kann ich prinzipiell... Kann ich hier so einen hohen Berg bauen? Ey, ich kann hier runterbauen. Hier. Ich möchte hier einen Berg haben. Modus? Hä? 5x5? Terraforming. Möchte ich gern machen. Hä? Mein Menü ist weg! Oh nein! Was? Was habe ich jetzt gemacht? Ah, X. Okay. Wasser. Shift gedrückt halten, um Wasserhöhe zu wählen. Dann Linksklick zum Platzieren. Oh, jetzt ist es wieder weg. Und mein Spinning Coaster ist wieder defekt. Aber der wird ja repariert, oder? Oh mein Gott, Spinning Coaster hatte einen Unfall? Wie jetzt Spinning Coaster hatte einen Unfall? Wo ist Spinning Coaster? Das ist der Twister? Der Graviton? Teetassen? Hä, wer ist denn Spinning Coaster von den ganzen? Wipeout? Riesenrad? Oh nein, der Spinning Coaster? Der Spinning Coaster hatte einen Unfall? Oh nein, ich habe jemanden oben gebracht. Oh nein. Ich habe einfach jemanden umgebracht. Mit meinem Spinning Coaster. Und jetzt ist er geschlossen. Alter, und ich habe auch kein Geld mehr. Ich bin arm. Ich habe kein Geld mehr, Mann.
Riesenrad ist defekt, vom Blitz getroffen. Nein! Ich werde arm! Meine Zahlen sind alle rot! Oh nein! Kontostand von 9000 auf $400 und jetzt haben wir nur noch $63 in der Bank. Oh nein. Okay, jetzt muss ich mir was überlegen. Okay, ich glaube, wir müssen unseren kleinen Freund hier verkaufen. Tut mir leid. Der hier ist zu gefährlich. Der macht nur Stress. So, verkaufen. Okay, der hat nochmal $1000 gebracht. Was machen wir mit diesen $1000? Oh, oh, nein. Das ist alles nur wegen euch, weil ihr gesagt habt, ich soll den Brutaler bauen. Jetzt war der so brutal, dass er jemanden umgebracht hat. Er hat jemanden umgebracht. Oh nein. Okay. Okay. Wir müssen die Ruhe bewahren. Darf ich nochmal kurz anmerken, dass wir hier gerade das erste Level spielen? Das ist das erste Level, Mann. Okay. Wir müssen irgendwas bauen. Also, wir müssen mit allem... Also, hier werden Einnahmen generiert. Hier bei dem Ding werden auch manchmal Einnahmen generiert. Dieses Ding hier macht nicht mehr so viele Einnahmen, weshalb ich es wieder günstiger mache mit $4. Unser Riesenrad geht andauernd kaputt, macht aber zwischendurch auch Einnahmen. Das ist in Ordnung. Unser Burgerladen macht Einnahmen. Pommes und Hamburger. Ja, sind beide gleich beliebt. Fruchtsaft. Manchmal Einnahmen, manchmal nicht. Was ist mit dem Fruchtsaftladen? Ein Fruchtsaft von Fruchtsäfte ist das Geld echt wert. Ja. So. Was mache ich jetzt am besten? Was ist mit dem Ding hier? Wie viel Geld macht das hier? Digga, das macht die ganze Zeit nur Verlust. Das ist das Schlechteste, was ich mir hier überhaupt hingebaut habe. Da sind die Ausgaben immer höher. Deswegen, das muss teurer werden. $2. Aber das fährt auch niemand. Jeder hasst dieses Spiralrutsche. Und mein Geld wird immer knapper. Okay. Oh, Gamer Girl, willkommen im Club. Hi, willkommen als Mitglied. Der Twister ist noch geschlossen und du hast die Warteschlange nicht zu Ende gemacht. Der Twister? Der Twister ist noch geschlossen, stimmt. Und ich habe das Ding hier nicht... Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ey, danke dir. Oh, ich habe das gar nicht gesehen. So, jetzt ist das Ding fertig. Was? Warum... Warte. Hey, warum wird... So. Oh Mann, ich habe das, glaube ich, falsch herum gemacht, ne? Oh, ich bin so blöd, ey. Crazy. Warte. So. Alles abreißen. Hier einen normalen Weg hinbauen. So. Und da vorne mache ich jetzt eine Warteschlange. Bulldozer. So. Und hier vorne eine Warteschlange. So. Jetzt ist das Ding offen. Halleluja. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht gemerkt. Danke dir. Danke dir. Ich habe das gar nicht gesehen. So, das Ding wird jetzt auf $6 erhöht, weil die Leute werden da bestimmt voll drauf abfeiern. Ja, lauf da rein. Twister ist defekt? Was? Das kann nicht sein. Der hat doch... Was? Wie kann der denn jetzt schon defekt sein? Hey, jetzt läuft er wieder. Ach, keine Ahnung. Herzlich willkommen, Admin Evil. Hi. Willkommen. Danke fürs Mitglied sein. So. Im Prinzip habe ich jetzt alles aufgestellt. Ich habe noch kein richtiges Karussell. Einfach so ein Standardkarussell. Lass es mal hier hinten so hinbauen. So. Und wir bauen hier den Eingang hin. Und da hinten, genau, hier hinten den Ausgang. So, das bauen wir auch noch. Alter, wir brauchen dringend alle Karusselle, damit die alle gleichzeitig laufen. Zack, zack und zack. Hier ist der Eingang und Ausgang steht schon. Zack und öffnen das Ding.
Preis 3 Dollar. So. Ja, guck mal, da kommen die Leute. Da kommen die Leute. Super. Der Twister, nicht so ultra beliebt, aber es geht schon. Er hat halt höhere Ausgaben, als er Einnahmen hat. Ne? Machen wir ihn günstiger mit 4 Dollar. 6 Dollar ist zu viel. 4 Dollar. 4. Ich mache alles so für 4. Kennt sich jemand aus? Was sollte ich für Preise einstellen? Die Leute haben keinen Bock, überhaupt irgendwas zu bezahlen. Oh, ich bin im Minus. Oh nein. Okay, wir müssen jetzt irgendwie überlegen, wie wir hier am allermeisten Kohle machen können. So, guck mal, hier ist ein kleiner Platz frei. Da müssen wir noch irgendwas hinbauen. Was fehlt denn den Leuten in meinem Freizeitpark? Drohendes Bankrott. Erziele einen Gewinn bis Ende November oder der Park wird endgültig geschlossen. Ah, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Okay, ich habe mich verirrt. Wo kann ich etwas zu trinken bekommen? Okay, chill. Ich muss mir einen Kredit aufnehmen. Finanzen, Parkinfo, Forschung, Personal, Gäste, Übersicht. Finanzen, Kredite. Ich nehme einen Kredit von... Ich brauche einen großen Kredit. 21.000 Dollar. Okay, wir sind jetzt erstmal wieder flüssig. Okay. Was machen wir jetzt am besten? Laden. Am besten nochmal ein... Nee, wir brauchen keinen Laden. Wir brauchen jetzt ein weiteres Fahrgeschäft. Ganz dringend. Okay, aufregende Fahrgeschäfte. Ich habe alle hingebaut, die es gibt. Spinning Coaster. Wir haben... Die Flussfahrt brauchen wir. Wir brauchen eine Flussfahrt. Ja. Okay. So. Ich baue jetzt hier eine Flussfahrt hin. Okay. So. Okay. So, alles klar. Wir bauen jetzt hier eine Gerade, die ein bisschen weiter nach unten geht. Und jetzt geht sie gerade. So. Und die soll auch nicht so brutal sein. Weil wenn sie nämlich zu brutal wird, dann haben da die Leute kein Interesse mehr dran. So. Wir können hier ein bisschen hochbauen. So. Und dann eine flache Gerade wieder. Und dann hier nach rechts wieder. Und geradeaus. Twister ist schon wieder defekt. Oh nein. Warte mal. Und dann geht's hier gerade. So. Ein bisschen nach oben bauen. Der darf nicht zu brutal werden, aber auch nicht zu langweilig. Das heißt, wieder flach bauen. Zur Seite langsam bauen. So. Noch ein bisschen. Und jetzt geradeaus. Ein paar Flächen. Und jetzt ganz steil nach unten. So. Nein, zurück. Flach wieder. Gerade bauen. Gerade. Steil nach rechts. Ist es schon der Ausgang? Ja. Steil nach rechts und geradeaus. Ey, das... Runter. Oh nee, das war falsch. Danke für das Bescheid geben. Meine Alexa hat gerade irgendwas gesagt. So. Zack. Das ist immer noch zu hoch. Warte. Runterbauen. Nee. Zu tief. Nochmal eins tiefer. So. Nee. Das muss ich wieder kaputt bauen. Warte. Ich muss schon viel früher anfangen, runterzubauen. So. Das dürfte jetzt okay gehen. So. Okay. Jetzt hört zu. Diese Bahn, das ist Standard pur. Okay?
Veraltete Werte, erwarte neue Testergebnisse. Aufregung niedrig? Wie kann es denn sein, dass es niedrig ist? Dekoration sehr niedrig. Wie kann es denn sein, dass die ganze Zeit was zu nörgeln haben? Aber wir haben noch mehr Geld. Wie kann es denn sein, dass die das hier... Warte mal. So. Ich klicke das jetzt an. Und nochmal gucken, was da jetzt an den Statistiken dran steht. So ein paar G-Kräfte gibt es da ja schon. Veraltete Werte. Erwarte neue Testergebnisse. Weißt du was? Ich versuche das jetzt zu eröffnen. Ich glaube, das könnte uns... Das könnte helfen. So. Und jetzt bauen wir hier auch einen richtig langen Weg so. Schönen Weg. Oh Mist, wie soll ich denn hier ein wie soll ich das denn connecten? Okay, chill. Warte mal, ich habe eine Idee. Hier. Das hier bearbeite ich mal kurz. Wie kann ich denn hier den Eingang bearbeiten? Chill. Ich reiße das hier wieder ab. Abreißen. Leute wissen nicht wohin. So, jetzt nochmal hier eine Warteschlange hinbauen. Aber diesmal ein bisschen kürzer. So. Und dann baue ich hier aber einen kleinen Weg hin. So. Der dann sozusagen zu unserem Ding führt. So. Und dann hier einen Warteweg. Aber in so Holzfarben. So. Jeder dürfte verstehen, wie das funktioniert. Okay. Das Ding ist geöffnet und kostet 4 Dollar. Bitte fahrt es. Bitte, Leute, fahrt dieses Ding. Sonst geht dieser Laden leer. Okay. Den Leuten soll dieses Ding hier bitte gefallen. Wir haben viele Ausgaben. Und die Leute stehen ein bisschen Schlange. Was sind die Statistiken? Erwarte neue Testergebnisse immer noch. Hier, warte, guck mal, zack. Das Ding geht hoch, ne? Guck mal, dann geht das ja nochmal hoch. Richtig lässiges Ding. So, jetzt regnet es sogar noch. Ein bisschen Action. Und jetzt fahren die hier runter. Tiefe, große Steigung. Alle. Guck mal, guck mal, guck mal. Ha? Das macht doch Spaß. Wie viele Leute fahren das Ding? 17 Leute fahren das Ding. 17 Leute. Wir verdienen Geld. Wir verdienen Geld. Wir verdienen Geld. Okay. Machen wir Plus? Wir haben bald 200 Gäste. Aber noch nicht ganz 200. Ah, Mist, was können wir denn noch bauen? Twister haben wir schon gebaut. Diese Bahntransporter haben wir gar nicht. Gemütliche Wasserfahrt haben wir gebaut. Die ist doch auch gemütlich so. Mini-Achterbahn. Ich baue noch eine Mini-Achterbahn. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal hier hinten so einen. Lass hier eine Mini-Achterbahn noch hinbauen. So ganz so für so kleine Kinderknirpse, Pupse. Ich habe sogar eine Idee, wie ich das machen kann. So. So eine kleine Mini-Achterbahn soll das einfach werden, ne? Dann hier auf jeden Fall einfach geradeaus, beziehungsweise sofort nach rechts. Bauen. Geradeaus und hoch. Hoch, 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 hoch. So. Immer schön hoch, das Ding. So, und dann hier wieder nach rechts hoch. Zu hoch für Stützpfeiler. Okay, das ist schon fast zu hoch. Geradeaus. Okay, und jetzt bauen wir hier so eine Art 45, 20 Grad Winkel ein, genau. Den bauen wir dann hier so nach unten. Zack. Dann zack. Dann in die andere Richtung. Dann geradeaus und nach oben. So. Oh, das muss unser Kassenschlager werden. Zack. Und dann hier nach unten muss das wieder gehen. Oh, geht das? Ja, das geht. Zack. Flach und geradeaus. Und nicht mehr 20 Grad, sondern...
Was baue ich hier gerade? Das ist nicht gut, was ich hier gerade baue. Ich baue gerade Müll. Ich baue gerade richtigen Müll. Das funktioniert so nicht. Ich kann so nicht bauen. So, aber dann schon wieder gerade werden. So, das wird funktionieren. Nee, warte. Zurück und eins runter. Und dann gerade bauen. Nee, das geht auch nicht. Ist viel zu eng. Haltevorrichtung ist schon wieder defekt. Dieser Twister geht die ganze Zeit kaputt. Hoffentlich wird das unser Kassenschlager, Mann. Hoffentlich geht das richtig gut klar. Das Problem ist, ich habe bei diesen Dingern hier übrigens... hier muss ich eigentlich Dings bauen. Das habe ich falsch gemacht, warte. Der fährt ja jetzt hier gar nicht mehr hoch. Der Gude. So, hier brauche ich ja einen Aufzug. Und der muss jetzt hier nach oben gehen. Putz, 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 putz. Ne, noch eins zu früh. Und jetzt nach rechts. Hä? Warum? Ah, der ist jetzt zu hoch. So. So ist es gut. So ist es ein guter Aufzug. Und so fährt er auch gut nach oben. Und dann guck mal, jetzt müssen wir irgendwie herausfinden, ne? Wie wir den hier gut weiterbauen können. Guck mal, wir können hier so eine kleine Kurve so bauen. Aber dann schon mal nach links drehen. So. Und dann einfach wieder in die andere Richtung bauen, die Kurve. Aber das geht ja nicht. Doch, das geht. Oh mein Gott. Okay. Und das nennen wir dann die wilde Sau oder sowas. Das ist ein guter Name für eine Achterbahn. Okay, und jetzt kann er auch wieder ein bisschen runterfahren. Und auch wieder gerade werden. So, und jetzt so. Und jetzt flach. Zack. Zack. Nein, eins zu früh haben wir gemacht. So. Und geradeaus. Fertig. So. Eingang, Ausgang. Eingang, Ausgang. Okay, das ist jetzt die letzte Bahn. Die muss Geld bringen, sonst gehen wir echt bankrott. Sonst haben wir ein riesengroßes Problem. Hier, Eingang rein. Ich weiß, mein Park ist absolut... Ich weiß. Mein Park ist absolut nicht gut zu durchsehen. Keiner versteht, wie dieser Park funktioniert. Inklusive mir. Es ist alles zu teuer. Es ergibt alles keinen Sinn. Ich öffne jetzt diese Bahn und die muss jetzt knallen. Was hat die für eine Bewertung? Testergebnisse? Aufregung mittel. Intensiv. Ach, guck mal, einer fährt. Einer fährt. Lass mal gucken, wie die fährt. Ey, guck mal, der hat sogar seine Hände. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es ist der Kassenschlager. Es ist der Kassenschlager, Mann. Ja. Oh mein Gott, eine volle Bahn. Sowas habe ich hier noch nie in diesem Park gesehen. Diese Leute fahren freiwillig mit meiner Bahn und schaut sie euch an, wie sie Spaß haben. Hä? Wer hebt seine Hände? Ey, stark. Oh mein Gott, Preis erhöhen. $8. Oh ja, das nenne ich mal eine gute Achterbahn. Eine Achterbahn, wie sie im Bilderbuch steht. Okay, wir verdienen Geld, geben aber auch richtig gut Geld aus. Jetzt müssen wir bei den Finanzen nochmal gucken, mit was verdienen wir am meisten Geld. So, Läden haben gerade ein bisschen Minus aufgrund Lieferung, die haben wir diesen Monat bekommen. Durch die Fahrpreise und Wartungsarbeiten haben wir jetzt auch Geld eingenommen. Und dieser Monat läuft verdammt gut. Verdammt läuft. Oh nein, es ist wieder was kaputt gegangen. Was ist kaputt gegangen? Warum haben wir wieder so viel Minus gemacht? Ein Bus brachte 31 Fahrgeschäfte mit der Intensitätsbewertung Mittel bevorzugen. Der ist doch Mittel. Der hier ist doch Mittel, den wir gebaut haben, oder? Intensität, Aufregung, Mittel. Das ist genau das, was die Leute, glaube ich, wollen. Das ist er. So, und wie läuft der hier? Oh nein, der macht wieder kein Geld mehr. Dann müssen wir den günstiger machen. Na, oder
wir bauen den krasser. Okay, chill, wir bauen den hier krasser. Du hast dein Ziel abgeschlossen. Habe mindestens 200 Besucher in deinem Park. Jesus, endlich. Warte mal, du hast alle Ziele erfüllt. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Ich habe schon echt gedacht, dass ich bankrott gehe, aber ich habe es geschafft. Ich habe 200 Besucher gehabt. Ich will auch mit deiner Achterbahn fahren. Hey, danke, Mann. So, ich möchte jetzt nochmal kurz das ausprobieren. Also, wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Konfetti fliegt. Das ist sehr gut. So, was ich jetzt kurz ausprobieren möchte, ist ausprobieren, wie ich hier jetzt ein richtig krasses Fahrgeschäft machen kann, dass es auch wirklich so ankommt, dass die Leute richtig crazy drauf abgehen. So. Zack. Eins nach unten, geradeaus und dann hier so eine Drehung. Ich glaube, die mögen hier einfach mehr so, wie soll ich sagen, so Abfahrten, oder? Guck mal, jetzt baue ich hier einfach super viele Abfahrten und die Leute werden es bestimmt danach abfeiern. Ah, warte. Kann man doch in den Boden reingehen? Nee, oder? Guck mal, jetzt baue ich hier einfach wieder eine Gerade, flach. Und dann bauen wir hier nochmal so ein... So, so. Guck mal, und dann bauen wir hier nochmal so einen kleinen Slalom. Und gut ist die Sache. So, die Leute werden das feiern bis zum geht nicht mehr. Zack, zack. So. Und dann hier zum Ende hin. So ein Ding hier. Ne, noch eins geradeaus. So. Ah, Mist. So. Und jetzt geradeaus. So. Das wird doch jetzt bestimmt viel besser ankommen, oder? Guckt euch das mal an. Das ist doch jetzt viel, viel angenehmer, oder? Oh, so, jetzt öffne ich das Ding. So, mal gucken. Einer ist schon... Oh mein Gott. Guckt sie euch an. Nein, die gehen nicht rein. Die wollen das nicht fahren. Guck mal, der ist sogar richtig traurig. Warum läuft er denn da so traurig rein? Ich brauche Leute, die glücklich sind. Guck mal, die Leute interessieren... Alter! Guckt euch das mal an, wie die Mini-Achterbahn ankommt. Mehr Preis machen, mehr Preis machen. $10. $10. Wie viel Kohle macht die? $400 an einem Tag. $400 an einem Tag. Da, einer hat geschrieben, Roman, die gelbe Achterbahn, die kann nur gut sein. Und er hat gesagt, ich zahle 10 Euro dafür. Und ich habe jetzt auch 10 Euro gemacht. So, jetzt möchte ich mal sehen, wie der hier runterfährt. Guck mal. Guck mal, das ist doch cool. Guck mal, was das hier für eine steile Abfahrt ist. Und guck mal, wie viel Schwung man hier hat. Vielleicht sollten wir... Warte mal, wie kommt die jetzt gerade an? 12 Gäste sind im Fahrgeschäft drinne. Das bedeutet, wir dürften doch bald wieder Plus machen damit. Es kostet auch nur $4. Guck mal, die Leute stehen auch hier jetzt endlich an. Was sagt die Info? Niedrig, Intensität niedrig, Übelkeit sehr niedrig. Ja, natürlich ist es niedrig. Warte mal, ich habe noch eine Idee, was man hier machen kann. Kurz nochmal schließen. Guck mal, hier ist überall die Intensität ein bisschen niedriger, okay? Das heißt, wir gehen hier nochmal kurz nach hinten und werden diese Abschnitte hier, den hier ganz besonders, nochmal neu bauen, okay? Das heißt, wir bauen da dann, oder? Kann man, nee, das wird doch blöd. Nee, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Ich öffne das. Ich habe keine Lust mehr, das Ding umzubauen. So. Gibt es noch irgendein Fahrgeschäft, was wir nicht haben? Spinning haben wir. Spinning Coaster haben wir nicht. Wir haben ultra viele Besucher, okay? Ultra viele. Und, aber, guck mal, es gibt ja alles. Es gibt eine Wasserbahn, es gibt alles. Aber ich bin mir trotzdem noch nicht so ganz sicher, was denn hier jetzt schief läuft. Macht der hier Minus? Nee, der macht Plus. Alle machen Plus. Der hier macht Plus. Das ist unser Kassenschlager schlechthin. Das Riesenrad macht, glaube ich, Minus. Nein, das macht auch Plus.
Und der hier in der Mitte, ja, der macht sowieso Plus. Der ist unser Lebensretter. Das Ding hier macht kein Plus. Doch, auch. $20. Die Läden hier machen Plus. Ja, die verdienen auch alle Geld. Was ist mit dem hier? Verdient der auch? Ja, der verdient sogar besser. Ja, wir sind am Plus machen, Leute. Wir sind am Plus machen und wir können endlich unseren Kredit zurückbezahlen. So, 21.000 haben wir an den Kredit genommen. Okay, das heißt, wir machen jetzt mal... Okay, 2.000 zahlen wir zurück. So. Ja, es ist jetzt einfach... Roman, sprich mal. Ach, Lina, ich bin gerade konzentriert und muss schauen, dass ich hier einen guten Freizeitpark hinbekomme. Ich bin hier... Ich muss wirklich sagen, also ganz, ganz ehrlich, dass dieses Spiel mich richtig fesselt so. Also ich finde, das ist wirklich cool. Mir gefällt das wirklich sehr. Was ich jetzt natürlich schade finde, weshalb ich gerne... Also das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich nochmal verbessern kann, ist ein bisschen Deko und sowas hier hinzumachen. Guck mal, vielleicht... Wisst ihr, was vielleicht echt gut sein kann? Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Baum hier mal wegmachen. So. Ups. So. Falsch. So, einmal das und das. Und das. Hier. Einfach so. Da haben wir den Baum hier für $2 verkauft. Und dann hatte ich eigentlich vorgehabt, hier eine Art Tor zu machen. Da, guck mal, Tore. Ah, nee, aber das sind die falschen Tore. Zäune gibt's hier noch. Wände. Bogen. Aber ich möchte gern so ein Freizeitpark-Tor haben. Versteht ihr, wie ich das meine? Torbögen, guck mal, Heckebogen. Guck mal, die sehen doch nice aus. Zack, einmal hier einen hin und dann nochmal da einen hin, sodass der Park hübsch aussieht, versteht ihr? Weil desto hübscher der Park aussieht, desto mehr sind die Leute bereit zu bezahlen. Oh, hier ein paar Bögen hin, sodass die Leute hier schön durch die Bögen durchlaufen. Muss nicht unbedingt perfekt aussehen, aber Hauptsache die Deko ist da. Versteht ihr, wie ich meine? So. Hier, guck mal, bei so einem... So, hier ein Bogen hin. Da ein Bogen hin. Guck mal, das muss doch richtig schön aussehen. Hier nochmal ein Bogen hin. Alright. Was kann man noch hinstellen? Außer jetzt die ganze Zeit nur Bögen. Ein Vordach. Stützpfeiler. Säulen. Ränder. Pavillons. Ja, Mann. Oh, stimmt. Guck mal, hier. So ein paar Pavillons hier hinstellen, oder? Guck mal, direkt vor die Essensstände. So, dass die Leute da Schatten haben. Sieht zwar total bescheuert aus, bringt aber bestimmt ein bisschen positive Punkte. Weil dadurch haben die Leute jetzt Schatten. Guck mal, wir können... Da haben wir jetzt Pavillons stehen. Hier können wir ein paar Sonnenschirme hinstellen. So. Und da haben die Leute dann... Oh, guck mal, da machen wir auch nochmal einen Sonnenschirm hin. Auch so viereckige. Hier so ein, da so ein. Guck mal, das sieht doch jetzt viel schöner aus. Was kann man hier noch machen? Hier gibt es voll viele Sachen. Ah, es gibt ein Klettergerüst oder sowas für Kinder. Für Kinder. Hier, ein Klettergerüst. Für die Kiddos. Oder? Das ist doch gar kein Klettergerüst. Gerüst, gruselig, Mittelalter. Formen, Halbkugel. Flagge. Ich brauche noch irgendwas Krasses, so, damit die Leute richtig sagen, ey, was ein krasser Dings hier, ein Blauwal. Was? Was ist denn das für ein Ding? Was? Kann ich den hier hin platzieren? Ich habe jetzt hier einen Blauwal hingebaut. ich würde diesen gerne wieder verkaufen. Ja. Oh nein, ich habe $66 nur dafür bekommen. Oh nein, ich habe dafür viel zu viel Geld jetzt ausgegeben. Oh, ich bin so dumm. Requisiten, Pflanzen, Formschnitt, Felsen, Blumen, Bäume. Ja, ich würde sagen, hier noch ein paar Bäume hin. So, damit das hier alles ein bisschen bepflanzt und schön aussieht. Und dann habe ich aber auch keine Ahnung mehr, was man hier hinbauen kann. Dieser Platz ist bereits belegt. Hier noch zwei Bäume hin. Platz ist belegt. Guck mal, hier vielleicht bei der Fahrt hier nochmal ein paar. Ja, stimmt, bei der Wasserfahrt, da ist es wichtig, dass hier Bäume sind. Weil die Leute brauchen ja was zum Sehen, so.
Sonst fahren die hier einfach nur so herum und haben gar keine... Ah, Mist. Ja, jetzt haben die hier genug Bäume und so ein Kram. So. Jetzt muss es doch stimmen. Guck mal, Alter. Wie krass sich unser Freizeit-Park-Attack heißt das Spiel. Genau. Also, Roman, wir haben in der Klasse einen Italiener, der die ganze Zeit nur ich sagt. Ah, cool. Gut zu wissen. So, wir sind jetzt immer noch 729 im Minus, okay? Und wir haben... Es gibt hier in der Gegend keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität, die mich interessieren. Okay, das ist wahrscheinlich das Einzige... Ich habe wohl alles gesehen, was es zu sehen... Okay, 16 Leute sagen, dass es hier nichts Mini-Achterbahn ist defekt. Oh nein, oh nein, oh nein, die muss schnell repariert werden. Ach, guck mal, da repariert schon einer. Super, funktioniert wieder. Riesenrad ist defekt. Oh, das sind alles Kosten, Digga. Wir sind schon wieder im Minus, ey, obwohl wir einen Kredit von 20.000 genommen haben. Okay. Die Leute fahren ja alles, ne? Das ist ja auch schön und gut. Das hier zum Beispiel hat 17 Fahrgäste drin. Die Minibahn hat 0 Gäste? 0? Oh nein, die ist zu teuer, gell? 5 Dollar. So, Hälfte des Preises. So, das Karussell ist ein Kassenschlager, schlechthin. Das Ding hier will keiner mehr fahren, weil das so oft kaputt gegangen ist. Riesenrad, 16 Gäste, das ist ein guter Klassiker. So, ja. Das Ding hier, 2 Gäste. Das will auch niemand fahren. So, wir brauchen jetzt nur noch eine Sache. Und das ist wirklich eine Achterbahn mit viel Intensität. Das ist das Einzige, was wir noch brauchen. Und dafür haben wir eigentlich genau hier Platz. Aber Leute, ich glaube, ich möchte heute keine Achterbahn mehr bauen. Ich glaube, ich bin sogar fertig. Leute, ich würde sagen, dass ich für heute mit dem Stream fertig bin. Wir haben jetzt schon 19 Uhr. Ich mache jetzt auch ein bisschen Pause wieder. Ich glaube, ich speichere das Ding hier ab und wir spielen später irgendwann mal weiter. Beenden. Und damit wäre das Ding jetzt schon mal wieder geregelt. Und ich habe Maple Meadows abgeschlossen. Du kannst dieses Szenario jetzt im Sandkastenmodus spielen. Alles klar. Super. Und wir können hier sogar weiterspielen. Okay, das nächste Level wurde freigeschaltet. Das heißt also, wir können jetzt ganz chillig das nächste Level spielen. Was ein alter Flughafen ist. Okay, und dort müssen wir 250 Besucher im Park haben und mindestens 400 Eintrittskarten verkaufen. Also wollen wir schon aufhören oder wollen wir nochmal mindestens da reingucken? Ich guck mal nur rein. Ich möchte mal nur gucken, was da drin ist, okay? Wir spielen es nicht ganz, aber ich guck mindestens rein. So. Parkgebühren, Eintritt. Wir brauchen am Anfang Geld. Nee, wir brauchen am Anfang eigentlich gar kein Geld. Das heißt, wir machen 0 Dollar Eintritt. Good job. So. Das ist der Park, wo wir bauen. Sehr viel Platz. Abgefahren viel Platz. Okay. Was haben wir für haben wir neue Fahrgeschäfte? Ja, die Autofahrt, das Flugzeugkarussell, wieder ein Riesenrad, Jumper, Graviton und Dingster. Dann gibt es jetzt noch eine Junior-Achterbahn, eine Mini-Achterbahn und eine wilde Maus. Transportgeschäfte gibt es noch keine. Und es gibt eine Wildwasserbahn. Okay, das ist schon crazy. Ja, wir könnten prinzipiell, könnten wir noch einen zweiten Park bauen. Wollen wir noch einen zweiten Park bauen? Ach komm, wir bauen noch einen zweiten Park. Ist jetzt egal, ich habe Lust, einen zweiten Park zu bauen. So, mal gucken. Alles klar, dann lassen wir schauen, was hier so geht. Ich glaube, den Boden an sich können wir wahrscheinlich verändern. Warte mal, können wir hier überall Erde machen? Beton, Kies, Gehwegplatten, Warteschlangen. Ja, Mitarbeiter. Okay, gut. Wo ist denn der Mitarbeiterweg? Beziehungsweise, wo sind die Mitarbeiter? Wo arbeiten die? Wir brauchen wir nicht eine Mitarbeiterfirma oder sowas in der Art? Also die Gäste kommen höchstwahrscheinlich von hier. So, die kommen von hier, haben hier ihre Parkplätze und haben dann hier sozusagen den Eingang im alten Flugfeld, oder? Oder bin ich gerade blind? Warum kommt die Musik eigentlich immer nur, wenn ich rausscrolle?
Komm, einen Park bauen wir noch. Ich habe Lust, einen Park zu bauen. Warum eigentlich nicht? Also, das ist ein altes Flugfeld, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich den Eingang habe. Den AA-Eingang. Okay, das sind wahrscheinlich die Transportwege hier. Das heißt, da müssen wir mit diesem Ding hier zusammenarbeiten. Und von hier aus kommen die Gäste. Okay, das heißt, wir brauchen also eine Parkversorgung. Und das ist jetzt das Depot. Träger holen die Waren für die ausgewählten Läden von hier ab und Hausmeister können Müllsäcke hier entsorgen. Muss mit dem unterirdischen Anschluss des Anlieferungsgebäudes verbunden werden, sollte vor Gästen versteckt werden. Alles klar. Das heißt, wir bauen hier mal so ein Ding hin und ein Verwaltungsgebäude. Okay. Transportsystem. Okay, und hier Läden, die von diesem Depot beliefert werden. Okay, der hat noch niemanden, den er beliefert, aber wir haben schon mal ein Ding, was beliefert. Dann ist wichtig, dass wir für die Hausmeister hier noch so ein Ding hinmachen können, dass die Müll entsorgen können. Ja. So. So. Das heißt, hier können die Müll entsorgen. Wartungskosten pro Monat $15, abtransportierte Müllsäcke 0. So, das wird unser Bereich werden, den wir vor den Leuten verstecken werden, damit die nicht sehen, was da so abgeht. Pausenraum für die Mitarbeiter machen wir hier hinten hin. So, genau, da machen wir dann so einen kleinen Eingang. Und einen Schulungsraum. So, bauen wir hier hin. Warte, bisschen drehen das Ding. So. Alles klar. Dann machen wir das schon mal von Anfang an richtig und werden das Ding hier mit Bäumen zubauen, weil Bäume sind günstig und machen viel weg, sodass man nichts sieht. So, wollen wir Tannen? Guck mal, wir können hier so Sakura, wir können mal so ein pinken, ach nee, das passt hier gar nicht hin. Wir brauchen hier irgendwas anderes, was hier anders hinpasst. Wir können einen Strand so einen strandmäßigen machen. 5 € von Skylord YouTube. Danke dir, Skylord. So, warte mal. Oder machen wir normale Bäume? Ich glaube, ich mache normale Bäume, die sind am günstigsten. So, genau. Das heißt, oder wir nehmen Ahornbäume, okay? Wir machen einen roten Park, so. Das heißt, wir machen hier was hin, hier was hin, hier was hin. So. Alles klar. So. Das hier fürs Erste, damit das hier alles ein bisschen verdeckt ist. Und wenn wir da dann Wege später durchbauen müssen, dann, so, und dann hier nochmal einen Baum hin. So, und dann hier nochmal einen hin. Alles klar. So, das heißt, diese Arbeiterwege hier und so, die werden alle gut verdeckt mit Bäumen. So, das ist dann schon mal alles fertig. So, dann können wir hier ein bisschen Terraforming betreiben. Und zwar das Terrain können wir einfach mit Gras bedecken. So. Perfekt. Dann ist das nicht so ultra hässlich. So. Ich weiß nicht, ob das viel ausmacht, aber ich hoffe es einfach mal. So. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Grün. So. Und so. Das ist jetzt ein bisschen mehr Grün. Wir können jetzt auch noch ein bisschen. Ja, das reicht so. Ne? Dann haben wir hier jetzt ein bisschen Regen und gut ist. So. Wir haben keinen Parkeintritt, das heißt, man kann kostenlos hier reinkommen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine kleine Struktur aufbauen, wie wir die Wege machen möchten. Und ich würde sagen, statt Erde nehmen wir diesmal, damit es ein bisschen anders aussieht als beim ersten Mal, nehmen wir diesmal einfach ein paar Pflastersteine, okay? Die sind zwar ein bisschen teuer als Erde, nee, Erde kostet genauso viel. Okay, ich würde sagen, wir machen ganz am Anfang so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Sphäre. So, ganz simpel. Die dann sehr schnell beliefert werden kann. Von den... Oder würde das Sinn ergeben? Ich glaube schon. Oh, ich habe sogar eine Idee, wie ich das machen kann. Hör zu. Ich werde die Arbeiter von hier nach links und nach rechts laufen lassen. Und hier in der Mitte mache ich jetzt erstmal die ganzen Läden und Geschäfte und so hin, okay? Oder was wir auch prinzipiell machen können, wir können noch größer diesen Weg hier machen zum Rumlaufen. So.
Okay, das heißt, der ist jetzt noch mal ein bisschen größer. Das können wir vielleicht hier noch mal ein bisschen mehr ausbauen. Und dann bauen wir hier in die Mitte so eine Art Karussell schon mal hin, so ein kleines, damit die Leute gleich am Anfang was zum Gucken haben. Oder wir machen hier so Deko hin. Das ist ein Kreis. Ja, das ist ein Kreis. Das hast du richtig gesehen. Aber ich möchte meinen Kreis noch ein bisschen kreisiger bauen. So, Lars ruft mich gerade an. Aber ich bin gerade am Streamen. Das heißt, ich kann gerade nicht. Oh Mist, jetzt habe ich den Kreis ganz schön hässlich gebaut, ne? Ah. Okay, chillax, relax. Ich gehe wieder auf Terraforming und dann wieder auf dieses Gras-Tool. Das war ganz nice eigentlich. So, Gras. Ne, das war dieses Ding hier, ne? So, hä? Das muss doch gehen. Ah, ne, das muss ich mit dem Bulldozer machen. Ja. Oder? So und so. So. Und abbrechen. So, und das hier auch nochmal mit dem Bulldozer. Alright. Aber ich frage mich, warum Mitz übrigens keine Musik mehr spielt. Muss hier nicht eigentlich Musik spielen? Ich habe Bock auf ein bisschen Freizeitparkmusik. Guck mal, jetzt spielt Musik wieder. Rasterstärke? Keine Ahnung. Das dürfte so gehen. Guck mal, jetzt läuft hier wieder Musik. Ah ne, die Musik hört auf, wenn man spielt. Okay, ich glaube, ich lasse es sogar mit dem Kreis und mache einfach ein Viereck, weil ich habe gerade gemerkt, dass ich einfach mega schlecht bin im Kreise machen. Und manchmal sollte man akzeptieren, wenn man einfach schlecht ist in etwas. So, also ich mache hier ein großes Viereck hin, okay? Nicht unbedingt zu groß, aber so groß, dass es noch cool ist, okay? Und hier machen wir in die Mitte, machen wir ein kleines Fahrtgeschäft einfach hin. So für einen Anfang, okay? Was ganz Kleines so. Und zwar hier so ein cooles Aushängeschild, okay? So nenne ich das. Und dann von hier aus, würde ich sagen, geht es dann nach links und nach rechts, okay? Das heißt, oder geht es nur nach rechts? Ich glaube, ich mache es sogar nur nach rechts, okay? Ich möchte erstmal die Belieferungsstraßen machen. Das heißt, ich mache hier Wege, Mitarbeiterwege. Und die führen dann außenrum um den Park, okay? Vielleicht nicht unbedingt das Effizienteste, aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass die Besucher sehen, wie das Ganze hier eigentlich abläuft mit dem Essen und sowas. So, es wird uns jetzt $500 kosten, dieser Weg. Whoop. So, aber wird effizient sein, keine Angst. Ich werde das bald auch alles verstecken. So, das heißt, der Park beginnt an diesem Ding hier und wir bauen dann wie so eine Art Rundgang diesmal, okay? So, dass es auch wirklich Sinn ergibt. Das heißt, ich baue dann von hier aus so einen Rundgang. Okay. Oder ich mache das so, dass ich hier ein paar Fahrtgeschäfte da habe und hier da. Also, was natürlich blöd ist, ist, dass wir hier so ein... Warte mal, der Lars ruft mich die ganze Zeit an. Ich muss mal kurz in eine Pause gehen. Einen Moment. Okay, alles klar. So, mein Plan hier, achso, der Lars hat übrigens euch allen einen Gruß über das Telefon nochmal dagelassen und gesagt, dass ich den Chat doch grüßen soll. Deswegen Grüße gehen raus an den Chat. Was ich jetzt vorhabe, ist einfach mit einem Rundgang zu arbeiten. Und ich möchte diesmal die Essensstände und so besser verteilen. Und deswegen habe ich auch diese Straße hier gebaut, die dann sozusagen alles abdecken soll an den ganzen Geschäften, dass sie auch beliefert werden und so ein Kram. Das heißt,
Wir haben jetzt schon übrigens Minus gemacht, aber das ist nicht schlimm. Ich würde sogar sagen, ja, warte. Wo ist denn hier das Eingangsschild? Ist das hier das Eingangsschild? Wo ist denn das hier? So, dass ich den Eintritt einstellen kann. Es gibt doch immer diesen... Ach, egal. Keine Ahnung, wo das ist. Ich würde sagen, damit die Leute hier erstmal einkaufen können, machen wir erstmal hier... Oh, Ballons! Okay. Warte mal. Wir bauen hier erstmal einen Limonadestand hin, okay? Hier haben wir Limonade. Ein paar Meter weiter werden wir Hot Dogs haben. Ein paar Meter weiter werden wir einen... hier an der Ecke am Anfang werden wir einen Infokiosk haben. Der muss eh nicht beliefert werden. So, dann Läden, heiße Getränke, Limonade, Toiletten bauen wir hier am Anfang gleich hin. Haben wir letztes Mal auch gemacht und da hat sich nicht ein einziger Mensch beschwert. So, und nochmal eine Toilette. Zwei Stück haben am Anfang gereicht. So, das heißt, Essen und Trinken ist da. Parkversorgung, hier Läden. Das heißt, Essen und Trinken hier vorne einmal und dann nochmal hier hinten Mini-Donuts und nochmal was zu trinken. Und zwar nicht Limonade, sondern ein chilliger Verkaufsautomat. So, in die richtige Richtung. So, und am besten noch irgendwas zu trinken. Geldautomat. Das ist auch eine gute Idee. Den können wir hier hinstellen. Dann können die Leute gleich am Anfang hier ein bisschen Geld abheben. Das ist sehr gut. Okay. Infostand ist auch am Anfang. Und hier hinten brauchen wir dann noch einen Getränkeladen. Machen wir einfach Zuckerwatte, Infokiosk, Limonade nochmal. Okay? So. Die können wir übrigens nochmal alle verbinden. Ich möchte diesmal wirklich einen richtig guten Park bauen, alright? So. Die Dinger dürften jetzt alle verbunden sein. So, die sind alle verbunden. Glaube ich. Glaube ich zumindest. Okay. Das sind die Mitarbeiterwege. Ah, warte. Die hier muss ich auch noch verbinden, ne? Ah, Mist. Falschen Weg gebaut. Was? Warum will der denn jetzt keinen Mitarbeiterweg dahin bauen? Warte. Zack. Zack. So, und löschen. So, Mitarbeiterweg. Zack. Zack. Ich kann die ja schon mal beliefern lassen. Das heißt, ich stelle mir ein. Produkte auswählen. Bla, bla, bla. Ah, ne, hier links war das, ne? Hausmeister. Einstellen, einstellen, einstellen. Drei Hausmeister. Ihr brauchen 6 Träger. 2 Mechaniker für den Anfang. Sicherheitspersonal keins. Und ein Dinosaurier. Einen Hai. Einen Roboter. So. Und nochmal eine Vogelscheuche. Von allem eins. Okay? So. Alright. So, davon haben wir dann jetzt genug. Alle sind sozusagen mit etwas beschäftigt. Und die Leute sind auch alle am Arbeiten, so wie ich das verstanden habe. Ja, die kriegen jetzt, glaube ich, ihre Sachen. Mal gucken, kommen da die Leute jetzt an? Arbeiten hier jetzt Menschen? Hier müssen doch Leute arbeiten, oder? Viele deiner Gäste beschweren sich über Vandalismus. Was? Oh nein, ich muss Sicherheitspersonal noch ein dingsen. So, Sicherheitspersonal. Okay. So, das heißt also, Sicherheitspersonal haben wir jetzt auch. Wir haben schon so viel Geld ausgegeben, nicht mal irgendwas eingenommen. So, dieses Ding können wir übrigens auch schon mal öffnen, damit die Leute schon mal fahren können. Dieser Platz ist bereits belegt? Wie meinst du das? Oh Mist, das Ding ist zu eng eingebaut. Ja, das ist natürlich eine blöde Sache, ne? Kann ich das verschieben? Ich muss es einfach nur verschieben. Es gibt kein Verschiebetool, oder? Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Weg hier kaputt zu machen. So, das heißt also, der Eingang hier hinten und der Ausgang hier vorne. So, und...
Warteschlange machen wir nicht allzu lange. Oder doch? Warte. Können wir hier eine schöne Warteschlange hinbauen. Und das ist dann komplett ausreichend. So, jetzt könnt ihr das Ding fahren. Ich mache das schon mal an. Und dann kann das schon mal Geld verdienen. So, $2,50. Guter Preis für den Anfang. Das ist kein Arbeiter. Das ist auch kein Arbeiter. Hier werden keine Sachen geliefert. Warum denn nicht? Hä, kann mir jemand sagen, warum meine Arbeiter hier nicht kommen? Doch, da ist einer. Liefert Becher an Limonade. Okay. Aber wo sind die ganzen anderen Arbeiter? Okay, es sind auf jeden Fall Gäste da, die sich dafür interessieren und sowas. Ich habe so viele Geschäfte. Hot Dogs, okay. Chit mal, ich habe eine andere Idee. Ich glaube, ich baue hier hinten, ne, nochmal ein Depot auf, wo Leute arbeiten können. Okay. Läden, die von diesem Depot beliefert werden, hinzufügen. Einmal der hier und der hier. Hinzufügen. Okay. Die drei Dinger werden von dem Depot da beliefert, okay? Und, diese da werden von diesem Depot hier beliefert. Oh Mann, das ist so kompliziert. Warte. Wie mache ich das jetzt nochmal? So. Wird von dem und dem. Die werden von dem beliefert. Und das da auch. Genau. Hinzufügen. Genau. Pausenraum. Leute im Inneren. Folgen abreißen. Statistiken. Ich brauche mehr Arbeiter, kann das sein? Arbeiten hier überhaupt Menschen für mich? Träger. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir selber gerade nicht sicher, warum das nicht funktioniert. Nicht mit Transportsystemen verbundene. Depot, Schulungsraum, Transportsystem. Oh mein Gott. Das ist nicht an ein Transportsystem, verbunden. Wie finde ich denn ein Transportsystem so? Ich glaube, das muss ich woanders finden, ne? Das ist wahrscheinlich hier irgendwo. Wo ist denn hier ein Transportsystem? Weiß das jemand? Das muss wahrscheinlich von Anfang an da sein, oder? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Da hätte ich vielleicht beim Dings beim Tutorial gucken müssen. Transportröhren. Oh oh. Ich muss das irgendwie hier verbinden. Da, guck mal, da ist was. Hä? Aber ich check nicht so ganz, wie das funktioniert. Wie funktioniert denn das mit dem Transportsystem? Du musst die Arbeiter platzieren. Nee, ich brauche hier ein Transportsystem. Die können ja nichts. Oh mein Gott. Warte mal, ich habe jetzt kurz Pause gemacht, weil ich die ganze Zeit Geld verliere. Ich bin gerade ein bisschen zu blöd. Beim anderen Level war das ja noch nicht so. Da konnte ich ja einfach die Typen einstellen, die haben gearbeitet. Und jetzt brauchen die auf einmal ein Transportsystem? Jetzt haben sie ja ein Transportsystem. Es ist das große Haus. Jo, wahrscheinlich das hier, ne? Hier, die Lagerhalle. So. Und da ist ja hier dieses Transportding. Und da muss ich doch jetzt höchstwahrscheinlich an dieses Teil hier dran gehen, an das Depot. Und da muss ich jetzt diese Röhren verlegen. Aber das habe ich noch nicht gemacht, weil ich mir das Tutorial nicht angesehen habe. Aber ich kriege das raus. Wir müssen alle ans Transportsystem angeschlossen werden. Es ist unter der Erde, es ist unterirdisch. Ja, genau. Es ist unterirdisch. Das weiß ich auch. So, und jetzt
Aber wenn ich jetzt da hingehe, guck mal, jetzt hier kann ich nichts hin platzieren. Da ist schon überall was. Wo muss ich das denn anschließen, genau? Gesundheit, dankeschön. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie ich das so richtig... Ah, guck mal. Ebene 2. Zack. Zack. Habe ich sie jetzt angeschlossen? Ich habe halt keine Ahnung, wo ich das denn überhaupt verbinden soll. Muss er mir hier nicht irgendwie was anzeigen, was leuchtet oder sowas? Damit ich weiß, wo ich das transportieren kann? Seht ihr hier irgendwas? Ich habe keinen hier hinten wahrscheinlich, oder? Guck mal, hier werden doch Sachen transportiert. Deliveries. Ah, warte mal, hier ist noch was. Hinterm Haus. Ich check das überhaupt nicht, wo ich das denn verbinden muss. Ey, um ehrlich zu sein, ich bin da gerade... Ich beende das mal kurz. Und dann gehe ich mal nochmal kurz ins Tutorial und lese mir das nochmal durch. Weil das mit dem Beliefern habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Vielleicht wurde es gespeichert. Hinter den Kulissen. Wenn ein Park wächst, ja genau. Du könntest beispielsweise ein unterirdisches Netzwerk von Mitarbeiterwegen bauen, die hierher führen, aber der Transport der Warenkisten zu Fuß wird dennoch recht langsam sein. Eine andere Möglichkeit ist das Transportsystem, das eine schnelle, aber teure Möglichkeit ist, die Warenkisten an jeden Ort im Park zu bringen. Lass uns im Depot ein Dings, okay. Dann, die zeigen das jetzt. So. Das heißt, hier errichten wir ein Depot. So. So. Als nächstes müssen wir die unterirdischen Anschlüsse des Depots, des Anliefergebäudes mit Transportröhren verbinden. Wo ist das? Ah. Aha. Also es gibt irgendwo diese komischen Röhren. Und die führen auch schon bisher irgendwo hin. Und die werden tatsächlich unterirdisch so. Und noch einmal so. Okay, ich verstehe. Aber lass es mal kurz zu Ende spielen. Nicht, dass ich am Ende wieder sage, dass ich es nicht verstanden habe. Hä? Warum will denn das jetzt nicht funktionieren? Muss ich das überirdisch machen? Ah, jetzt kann ich es überirdisch machen. Okay. Okay, okay, okay. Einmal unterirdisch, einmal überirdisch. So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier die Verbindung. Hä? Hätte ich das jetzt überirdisch die ganze Zeit machen sollen? Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier gerade tue. Aber ich habe das böse Gefühl, dass ich absolut alles falsch mache. Wie kann ich denn... Warum will... Also, er wollte ja nicht... Ich habe ja überhaupt gar nicht... was hier? Hallo, ich bin Roman. Hä? Ah, guck mal, jetzt nochmal... Was? Okay, auf jeden Fall muss ich Transportwege bauen. Transportwege von diesem Ding, damit die Mitarbeiter was zum Tragen haben. Und das müssen wir jetzt hinbekommen. Ich putze mir mal kurz die Nase, bin kurz AFK.
So. Dann lass es mal nochmal ausprobieren. Wir gehen nochmal in das Ding hier rein. Ich würde es vielleicht sogar cooler finden, wenn wir von neu starten würden. Machen wir anscheinend auch. Okay. Wir machen jetzt mal erst geschlossen. Weil wir brauchen das für den Anfang gar nicht. So. Jetzt lass mal ganz genau gucken, wie das geht mit den Röhren. Das heißt, wir haben hier Transportröhren. Aha, guck mal. Da unten ist sie. Das ist die Transportröhre. Dann lass mal diesmal das noch ein bisschen besser machen. So, das heißt, das Flugfeld mache ich jetzt mal komplett weg. Ich mache das jetzt ganz anders, okay? Sprich, ich gehe jetzt hier mit grün drüber und dann von hier bis nach ganz nach hinten, ne, machen wir alles grün. So, die Luftstreifen, da gehen wahrscheinlich nicht weg. Das hier machen wir nochmal grün, das hier machen grün. Das hier und diesen ganzen Felsweg, den wir hier haben, machen wir auch grün. So. Und hier machen wir auch alles grün. Das können wir später nochmal verbessern. Das sieht jetzt alles ein bisschen schöner aus. Aber dass es ein Flugfeld ist, können wir jetzt nicht ändern. Können wir... Ja, okay. Den Anfang lassen wir mal so. Ich glaube, der ist ganz gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier Belieferungswege. Sprich, wir können das jetzt aufteilen zwischen... Also ich würde gerne... trotzdem hier hinten Essen haben und hier vorne Essen haben. Das heißt, ich würde sagen, statt jetzt alles nach rechts auszulegen, legen wir einfach alles nach links und rechts aus. Okay? Sprich, ich zeige euch, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich baue jetzt erstmal hier in die Mitte unser erstes Karussell, was ganz cool ist. Einfach dieses Flugzeugding hier. Und dann vom Flugzeugding geht es dann nach links und nach rechts. Okay? Das ist eine gute Idee. Das heißt also, hier machen wir dann den Eingang rein. Ja, oder? Ja. Wir machen hier den Eingang rein und hier den Ausgang, okay? Dann machen wir hier am besten eine kleine Planung, wie wir die Wege machen wollen. Das machen wir diesmal, lass das mal mit diesen Platten hier machen. Das ist jetzt falsch, was ich mache. Eigentlich hatte ich vorgehabt, hier diesen Dings zu machen, Warteschlange. So. Und hier den ganz normalen Weg zu machen. So, damit der Park auch wirklich hübsch wird. So. Dann würde ich sagen, bauen wir den Park nach rechts und nach links aus. Hier machen wir dasselbe wieder gleich mit den Bäumen, aber erst im Nachhinein. Erstmal platzieren wir hier die Sachen hin, die wir brauchen. Die wichtigen Sachen. Burger zum Beispiel. So. Die müssen dann in diese Richtung hier verkaufen. Ja. So. Das heißt, hier baue ich Burger hin, dann bauen wir nebendran Limonade und wir bauen nebendran nochmal Geldautomat am Anfang einen und dann nochmal Hot Dogs, okay, für die Leute, die keine Burger mögen. So, und dann am Anfang nochmal, damit die Leute sich informieren können, ein Kiosk hier in die Mitte, ganz am Anfang, wenn man reinkommt, okay. So, wenn man dann von hier aus nach links geht. So. Dann kommt man hier zu den coolen Fahrgeschäften, okay? Das heißt, wir machen mal hier einen kleinen längeren Weg. So circa. Und dann machen wir mal für 300. So, und dann können wir hier auch ein paar Fahrgeschäfte reinhauen. Wie zum Beispiel, die Autofahrt, die können wir hier hinten irgendwo machen. Aber hier machen wir dann was Krasseres hin. Zum Beispiel den Graviton. So, den machen wir nach hier hinten. So. Oder? So, ja. Wir machen das wie so eine Abfertigung, okay? Das kann gar nicht schief gehen. Das heißt also einmal hier, damit die Schlangen auch lang sein können. Und dann wieder hier Ausgang. Ich möchte diesmal lange Schlangen haben und einfach ein System, was Sinn ergibt sozusagen. So, und hier diese Platten hin. Ausgang. So, dass es wunderbar funktioniert. Die Schlange ist nicht fertig. Wie jetzt, die Schlange ist nicht fertig? Tatsache, die ist wirklich nicht fertig, du hast recht. Bulldozer. Düdüt. So, löschen und Schlange fertig machen. Falls ihr irgendwelche Tipps seht, ich versuche so gut wie möglich den Chat zu lesen. Aber ich bin gerade dumm. Ach, ich bin dumm wie Brot. Oh nein, jetzt will er das ganze Ding löschen. Ich möchte hier... Ich kann das jetzt nicht wegmachen. Ich finde es so blöd irgendwie. Guck mal hier. Das hier.
wegmachen. Ah, jetzt. Okay. Jetzt zack. Wege. Normale Schlange. Jetzt ist es fertig. Gut. Das heißt, das Ding hier, ja, das dürfte so gehen. So. Dann würde ich das hier, diesen Weg hier, nochmal ein bisschen kürzer machen. Einfach wegbauen, diesen Weg hier. So. Einfach wegmachen. Genau, ein bisschen kürzer bauen. Und, die drei Läden können so beliefert werden für den Anfang. Und wir bauen dann hier den Weg so nach außen vom Anfang, sodass die Leute nach links und nach rechts laufen können, okay? Sodass der Park Sinn ergibt. Das heißt hier, und dann laufen die hier an diesen Läden hier vorbei, okay? So, das heißt, es ergibt Sinn. Du kannst nach links gehen und nach rechts gehen. Ich würde sagen, rechts, wir machen hier ein paar krasse, also hier machen wir ein Low Karussell hin, ein krasses Karussell hin und viele verschiedene so. Wisst ihr, wie ich meine? Und auf der anderen Seite dasselbe. Das heißt, hier haben wir einmal ein krasses, dann das Flugzeugkarussell in der Mitte. Das werden sowieso alle Leute mögen, glaube ich mal. Dann bauen wir hier am besten nochmal einen Twister hin. Oder nee, warte, wir haben ja schon den Graviton dahin gebaut. Zum Beispiel eine Wildwasserbahn können wir hier am Ende hinbauen. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Könnten wir hier den ganzen Platz für eine Wildwasserbahn ausnutzen. Was ich, glaube ich, machen werde. Aber ich möchte davor gern die Transportwege noch machen. Und ich möchte hier ebenfalls Essen und Trinken hinstellen. Sprich also, wir machen hier nochmal Läden hin. Also, einmal Burger. Ne, Burger hatten wir schon. Okay. Wir machen hier Zuckerwatte hin. So. Dann machen wir Limonade wieder hin, damit die Leute auch was zu trinken haben. Heiße Getränke. Genau. Und nochmal, weiß ich nicht, was kann man denn noch machen? Verkaufsautomat. So, eine kleine Meile ist es dann, okay? So. Und die werden ebenfalls beliefert von irgendwelchen Menschen. Ah, da hätte ich ein bisschen mehr Platz vielleicht brauchen müssen. Oder? Nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich könnte prinzipiell hier nochmal ein kleines Depot hinbauen. So. Und dieses Depot, das verstecke ich so ein bisschen. Und dann laufen hier hinten die ganze Zeit so Dings. Häuser. So, das heißt, ich verbinde das mal. So, jetzt diesmal kriegen wir das hin. Unterirdisch. Zack. So circa. Und dann von hier läuft das so, bis in das Depot rein. Ja, wir können hier dann nochmal eins nach rechts gehen. Und so, okay, das Ding ist jetzt beliefert. So, jetzt fehlt da noch was anderes. Und zwar eine Rampe, beziehungsweise die Transportwege. So, Transportwege kriegen wir auch noch rein. Das heißt, hier ein Transportweg, wupp, zu diesen Dingern, boom. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, was fehlt ihm denn jetzt? Nein, das ist ein normaler Weg, den ich gebaut habe. Ich bin so ein Depp. Ich meinte, ich möchte daraus einen Transportweg bauen. So. Was? Er hat keine Burger-Sachen. Ah, okay, jetzt müssen wir das verbinden. Das heißt, hinzufügen. Zack, zack, zack und zack. So. Jetzt dürft ihr glücklich sein, oder? Ja, er ist glücklich. Halleluja. Okay, wir haben es verstanden. So, das heißt also, hier hinten werden die Sachen von dem Ding hier beliefert. Okay, das können wir noch ein bisschen ausstatten, wenn wir darauf Bock haben. Aber das machen wir, wenn wir erst wieder Geld haben. Und die Transportwege hier, die werden wir dann ganz chillig hier mit so ein paar Bäumen oder mit so Büsche. Wo sind denn die Büsche, meine Lieblingsbüsche? Blumen, Felsen, mit irgendwas werden wir das dann hier so mit so einem Formschnitt. Nee, das ist ja viel zu klein. Lass mal hier Bäume hinmachen und überall so schöne Ahornbäume hinplatzieren. Das heißt also hier, was? Der Platz ist bereits belegt? Was meinst du? Oh nein. Okay. Wir brauchen einen anderen Baum. So einen Baum vielleicht? Hä? Warum ist es denn so? Es ist so knapp. Okay, egal. Ich werde es aber trotzdem mal verstecken. So. Ach, das ist so kompliziert, die zu platzieren. Aber, falls ihr vielleicht eine richtig gute Idee habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Weil ich brauche nämlich noch eine Idee, wo ich die Wildwasserbahn hinbauen soll. Soll ich die hier rechts hinbauen? Oder soll ich die da hinten hinbauen? Das ist noch wichtig für mich. So.
Zack. Oh, was? Hier brauche ich auch noch einen Baum. Zack. Oh Mann, die lassen sich so schlecht hier platzieren, warum auch immer. Hä? Oh, jetzt habe ich wieder einen weggemacht. So. Oh mein Gott. Die sind so schwer zu platzieren. So. So. Ja, jetzt dürfte es besser gehen. Okay. Jetzt geht's richtig gut. Zack. Okay. Das heißt, das ist, glaube ich, alles bedeckt. So, das dürfte jetzt keiner mehr sehen, dass da jemand läuft. So. Leute einstellen werden wir noch nicht. Das werden wir später machen. Das heißt, die Belieferung ist schon mal komplett. Dann machen wir dasselbe, 1:1 dasselbe Prinzip. Machen wir nochmal hier. Hier stellen wir auch ein Depot hin. Das Depot verbinden wir unterirdisch mit einer anderen Klappe. So, so, so. Oh, Mist. Naja, egal. So und so. Das dürfte jetzt auch beliefert sein. Und das Einzige, was ihm jetzt noch fehlt, ist die Verbindung. Das heißt, hier hinzufügen, das hier und das hier. Super. Hinzugefügt. Alles klar. Warte, hier am besten nochmal die Transportwege ein bisschen genauer machen. Zack, 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 sodass die das besser beliefern können. Und dann bauen wir hier auch einfach überall was anderes hin. Hier ein Baumbaum. Ach, Mist, warte. Hier so ein Baum hin und dann hier nochmal einen hin. Warte, kann man hier nicht irgendwie eine Hecke hinbauen oder sowas? Du kannst eine Achterbahn machen. Eine Achterbahn machen wir auch, aber wir machen diesmal machen wir die Achterbahn nicht zu krass und auch nicht zu weich so. Versteht ihr, wie ich meine? Weide. Oh mein Gott, was ein krasser Baum, gell? Aber wir brauchen irgendwas hier. Formschnitt. Formschnitt ist eigentlich gut. Guck mal, dann können wir einfach hier diese Formschnittdinger hier machen. Klingt voll eklig, wenn man die setzt, so als ob man irgendwie so ein... Naja. Zack. Zack. Schade, dass man die nicht langziehen kann, als ob ich jetzt hier diesen ganzen Formschnitt so durchziehen muss. So. Ich hoffe, dass... stiehlt die Sicht. Ansonsten haben wir jetzt wirklich viel Geld ausgegeben. Ich hoffe mal, das stiehlt die Sicht. Naja, okay, so. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch Arbeiter und jetzt können wir uns an die Karusselle setzen. Wir haben noch $9.000. Wir haben ein krasses Karussell hier hinten. Wir brauchen auf jeden Fall hier vorne in der Ecke noch eins und wir brauchen ein krasses. So. Was brauchen wir? Roman, Roman, Romanski. Was brauchen wir? Läden haben wir genug. Riesenrad. Das ist ein Klassiker. Der muss direkt hier am Anfang irgendwo hin. So. Am besten nicht zu viel. Guck mal, wir müssen das, glaube ich, alles recht kompakt halten, damit die Leute sofort sehen, wo sie was machen können. Guck mal, hier können wir einfach ein Riesenrad hinplatzieren. Einfach auf der Höhe von dem hier, damit das alles schön gleichmäßig ist, damit wir da gut den Überblick behalten können. Rechts machen wir immer den Eingang und links einfach den Ausgang, okay? So, und dann machen wir hier Warteschlange, boom, so, damit es die Leute gleich kapieren. Und nochmal auf der anderen Seite mit diesem Gehwegplatten. So, tada, so, Eingang, Ausgang, super simpel. Und die können sich die ganze Zeit was zu essen holen nebenbei. Schönes Ding. Und die Mechatroniker haben dann auch nicht so einen langen Weg dahin, um das Ding zu reparieren. So. Auf jeden Fall brauchen wir dann hier auf dieser... Ich glaube, hier können wir ja eine Wildwasserbahn oder was Größeres hinbauen. Lass mal was Größeres hinbauen. Und dann können wir den Park eröffnen, sodass wir die ersten Besucher richtig empfangen können. Vielleicht so eine wilde Maus. Das ist so eine kleine, coole Attraktion. Das heißt, wir haben was Krasses, wir haben was Chilliges zum Fahren und was Kleines, ein kleines Karussell. Und dann noch irgendwie so eine coole, kleine Achterbahn. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, dann machen wir hier eine kleine Achterbahn-Auffahrt rein. Es wird nichts Großes werden. Oh Mist, jetzt habe ich Müll gebaut. Ja, so, bauen. Wie kann ich denn das Segment wieder erhöhen? Eingang? Nee. Ich möchte das nicht. Jetzt habe ich wieder Müll gebaut. Abreißen.
Oh, bitte sag mir nicht, dass ich zu viel Geld... Doch, jetzt kriege ich mein Geld zurück. Okay. Oder wir machen hier so eine Autofahrt hin. Ja, okay, lass mal eine Autofahrt hinbauen. Und später bauen wir dann ein großes Karussell. Das heißt, hier eine Autofahrt. Dann bauen, bauen. Und... Okay. So, das reicht dann. Dann bauen wir hier normale Strecke. So. Die geht dann hier ein bisschen hoch. Aber braucht der... Nee, der braucht hier nichts. Das ist eine Station. In Station können Gäste ein- und aussteigen. Oh, okay, krass. Ja, das ist ja am Anfang hier die Station, ne? Genau, dann würde ich mal sagen, bauen wir hier mal hoch. So. Und dann auch wieder runter. Nach... Nee, ja, genau. Nee, nee, erstmal nach unten wieder. So. Dann nach links. Dann geradeaus. Aber gerade. So, und dann hier eine nach links. Dann noch eine nach links. Noch eine nach links. Dann eine... Nee, noch eine so bauen. Und dann so eine Kurve. Und dann geht's wieder nach oben. In die andere Richtung. Und dann nach oben sozusagen. Schräg hoch. Achso, bauen. Und jetzt gerade. Und jetzt wieder so eine Kurve. Helix nach oben. Hä, kann man das nicht nach oben machen? Schräg hoch. So. Hä? Warum muss das denn jetzt so ein Tunnel sein? Keine Ahnung, warum das jetzt so ein Tunnel ist. So, und jetzt hier wieder raus. Und jetzt so raus. Was eine Bahn, Alter. So, jetzt eine nach links. Und jetzt nach unten nochmal und geradeaus. So, und jetzt gerade, zack, zack. Keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier den Weg umbauen müssen. Aufgrund der Warteschlange. Guck mal, machen das am besten so. So. Ja. So. Abreißen. Und dann bauen wir einen neuen Weg hier hin. Wege. Den hier so. Genau. Und den Eingang bauen wir hier. Ah, ich wollte den Eingang bauen. Ach, ich bin so dumm. So. Hä? Oh nein, ich bin so dumm. Das funktioniert jetzt wieder nicht. Abreißen. Ich möchte dieses Ding hier so hinbauen. So, perfekt. Da haben wir jetzt einen richtigen Eingang, richtigen Ausgang. Und wir haben sogar eine Underground-Passage. Na gut. Dürfte vielleicht cool kommen. Ich weiß es nicht. Hä, kann man hier nicht irgendwie ein bisschen mehr Speed aufbauen oder so in dieser Strecke? Ausgang, Eingang. Ey, keine Ahnung. Hoffentlich kommt das gut an. Allerbeste Achterbahn im allerbesten Achterbahn-Universum. Der allerbesten Achterbahn. Das ist ja auch keine Achterbahn, aber ich bin irgendwie ein bisschen schockiert, dass dieses Ding so ultra langsam fährt. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das fährt ein bisschen schneller. Naja. Ich habe das Gefühl, das wird nicht so gut ankommen. Naja, Aufregung mittel, Intensität niedrig, Übelkeit sehr niedrig. Das ist doch gut, Dekoration niedrig. Ja, dann lass doch hier noch ein paar Deko-Objekte hinbauen. Guck mal, wenn das irgendwas mit Autos oder sowas zu tun hat, dann lass hier einfach noch einen Brunnen in die Mitte hauen, so. Hier, versteh mich nicht falsch, hier einen schönen Brunnen, oder? Nee, warte, was kann man denn da noch hinhauen? Was hat denn mehr mit Autos zu tun? Hier so eine große Riesenblume. Tada! Und hier nochmal eine, warte, keine große Riesenblume, aber eine riesige Requisiten. Was gibt's noch hier? Ein Wasserturm. Da. Ein Wasserturm ist doch was Schönes. Und dann machen wir hier noch ein Auto hin. Guck mal. Ein Auto. Und dann bauen wir hier nochmal ein Auto hin. So, dann sind hier überall Autos, weißt du, ich meine? So, ein Auto in Rot nochmal. So, und dann nochmal ein Auto in Grün. So, guck mal, hier nochmal eins und da nochmal eins. So, und das ist jetzt genug Deko aber auch. So, was haben wir da? Dekoration, Mittel. Immer noch Mittel? Oh Gott, was brauchen wir denn hier noch?
Das sind doch schon voll viele Dekorationen. Naja, dann lass noch ein... Was kann man denn hier hinbauen? Hier so ein... Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn, wenn ich da so einen Brunnen hinbaue. Ein Blauwal, diesen riesigen Blauwal schon wieder. Das ist ja cool. Mach so weiter, wie es dir gefällt. Ja, ich finde, das ist eigentlich eine gute Idee so. Also ich könnte hier, prinzipiell könnte ich hier noch so eine riesige Rakete hinsetzen. Ergibt zwar keinen Sinn, aber wird wahrscheinlich dem Spiel gefallen, oder? Dekoration hoch. Super. Aufregung mittel. Dauer eine Minute, bla bla bla. Ja gut, perfekt. Passt doch so. Das heißt, Transportwege und der Kram sind fertig. Die Bahnen sind fertig. Und wir müssen jetzt nur noch Mitarbeiter einstellen und hier vielleicht noch ein Karussell hinbauen. Oder haben wir irgendwas vergessen, was wir noch nicht gemacht haben? Fahrgeschäfte, Parkversorgung. Wir können prinzipiell, können wir bei der Parkversorgung hier hinten noch einen Müllschlucker hinbauen. Aber das ist zu wenig Platz. Das ist wahrscheinlich schon belegt. Schulungsraum hier hinten vielleicht. So. Ja, mit einem Weg noch, ne, damit die Jungs sich hier schulen können. So. Wo ist denn da der Eingang? Ah, hier außen. So, das hat jetzt auch einen Eingang. Und wir haben eine Schule. So, eine richtige Schule. Und was wir auch noch machen können für den Müllmann, dass er hier seinen eigenen Müllabtransport hat. Warte. Zack, zack, zack und zack. Das Ding hängt jetzt da dran, ne? Super. Alles klar. Alles befestigt, alles ready to go. Eine kleine Sache brauchen wir noch. Nee, ich würde sagen, wir können definitiv den Park jetzt eröffnen. So, genau. Wie ging das? Wie konnte ich den Park nochmal eröffnen? Einstellungen? Ah, stimmt. Ich habe ja am Anfang hier nicht verstanden, wo ich hier draufklicken muss, dass ich den Park eröffnen kann. Wo ist denn hier dieser Bogen? Guck mal, hier hört die Straße einfach im Nirgendwo auf. Leute, habt ihr eine Idee? Die eine Warteschlange ist falsch eingebaut. Welche? Hier ist eine Warteschlange. Meinst du die hier? Oh, stimmt. Yo, ihr habt recht, ihr habt recht. Die habe ich falsch gebaut. Sorry. Warte. Kann ich nicht hier hingehen? Und dann Eingang machen wir einfach hier hin. Nee, chill. Ich mach den Ausgang dahin und den Eingang jetzt hier hin. Was? Eingang hier hin. So, okay. Das dürfte jetzt richtig sein. Oder? Ist der jetzt richtig verbunden? Ich schau nochmal nach. Eingang. Ja, dürfte richtig verbunden sein. Okay, ihr habt recht. Geschlossen. Es sind immer noch zwei Stände falsch? Hä, was meint ihr denn? Wo sind zwei Stände falsch? Hier ist der Eingang richtig. Hier ist der Stand richtig. Stand richtig, Stand richtig. Coole neue Frisur, erinnert mich an die Riesenstirn von früher. Ja, ja, danke, danke. Schön, schön. Lach doch darüber, lach doch. ich weiß, ich habe eine große Stirn, deswegen trage ich die Haare immer gerne länger. Ich habe hier noch eine Info. Es gibt noch einen Überschuss von Kartoffeln, wodurch die Preise um 19% fallen. Sag mal, what? Hier. Ah, jetzt können wir... Ah, genau, das Airfield. Wir nennen ihn Flugzeugspaß. So. Und wir machen den Eintritt auf $0 und können das Ding öffnen. So. Besucher insgesamt. Let's go. So, $2,50 für das Ding. $1,50. Ja, wir machen einfach mal simple Preise. Wir haben das Ding jetzt geöffnet. Können ein bisschen vorspulen. Da kommen die Leute. Und wir können so lange die Leute einstellen. Eins... Zwei Hausmeister hier, dann nochmal einen Hausmeister da, dann brauchen wir auf jeden Fall Träger, einen, zwei, drei, nochmal hier ein paar hinsetzen, dann noch drei Träger hier,
dann noch einen Mechaniker da, einen Mechaniker hier, Sicherheitspersonal zwei Stück da, einmal eine Vogelscheuche, einmal einen Hai, einmal einen Roboter und einmal einen Dinosaurier, genau. So, die habe ich jetzt alle. So, es dürfte jetzt langsam alles beliefert werden. Das dürfte jetzt ein bisschen dauern. Allerdings haben wir alles eingestellt. So, das heißt, der wird beliefert. Vielleicht hole ich mir noch eine Belieferung hier kurz her. Komm, einen mehr kann man hier nochmal machen. Ein Träger da. Und ja, hier vielleicht auch nochmal einen. Komm, einen Träger kann man noch machen. So, die Leute wissen, was sie zu tun haben. Und wir können schon mal überlegen, wie wir den Park nochmal ein bisschen verschönern können. Wir können prinzipiell so einen Brunnen am Anfang hinmachen. Hier Wasser. Oh, Wasserfall? Was? Krass, Alter. Wo kann ich denn Wasserfall hinbauen? Wahrscheinlich an einem Stein oder sowas. Muss gerade überlegen. Guck mal, eine Uhr hier am Anfang würde bestimmt noch gut tun. So, auf beiden Seiten. Und nochmal, oh, was wollte ich denn hier nochmal hinstellen eigentlich? Ich wollte doch einen Strukturen... Ich wollte einen... Das Ding, was Wasser schießt, wie heißt denn das nochmal? Ein Brunnen wollte ich, ja. Requisiten, Beleuchtung, Brunnen! So, so einen viereckigen Brunnen hier nochmal hin. So, damit es schön aussieht und gut ist. Die Leute sollen sich wohlfühlen. So. Sind die Dinger geöffnet? Ah ja, die Dinger muss ich noch öffnen, damit die Leute auch fahren können. So, let's go, Mann! Kohle verdienen. So, das hier hinten auch noch öffnen. Die Läden sind alle gerade noch geöffnet. Manche sind noch ausverkauft, aber das ist kein Problem. Der Burgerladen hier ist voll. So. Alles klar. Die Leute können einkaufen. Die Sachen werden hierher gebracht. Limonade, bla bla bla, Profit vom Verkauf 50 Cent. Hot Dogs ist seit 25 Minuten ausverkauft. Ja, muss noch alles geliefert werden, dauert noch ein bisschen. Okay, die Leute fahren, die Leute amüsieren sich anscheinend. Ich hoffe, dass die Lieferung von den Sachen jetzt langsam ein bisschen zügiger geht. Hier sind die Heißgetränke schon voll und Zuckerwatte ist voll. Der Laden hier muss auch noch benutzt werden. Ja, das hier, wie kommt das hier an? Eine Person fährt damit schon. Boah, mal gucken, ob denen das gefällt. Hauptsache, die haben Spaß, ne? Guck mal, die steigen ja alle ein. Wie viel kostet das bei mir? $2. Lass es mal auf $3 machen. Und schauen, dass wir da ein bisschen Einnahmen bekommen. Okay. Das sieht doch eigentlich nicht schlecht aus, oder? Wir können auch lesen, was die Leute von unserem Ding hier halten. Was soll eigentlich unsere Aufgabe nochmal? Habe mindestens 250 Besucher. Verkaufe mindestens 400 Eintrittskarten. Das heißt, sie müssen den eigentlich was kosten lassen. $1. Es gibt hier in der Gegend keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität, die mich interessieren. So, okay, das heißt also, wir brauchen hier wahrscheinlich noch eine Wildwasserbahn. Was? Roman, zwei Läden sind falsch herum? What do you mean? Oh, die sind wirklich falsch herum. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ha, ihr habt recht, oh mein Gott. Baupläne, Terraforming, Wege, Deko. Guck mal hier. Säubern, fokussieren, abreißen. Kann ich den noch einfach drehen? Nein, Mann, ich will den nicht abreißen. Produkte auswählen? Ja, okay, Mann, never mind. Reiß ich ihn halt ab. Das ist Limonade gewesen, ne? Okay, dann baue ich es neu hin. Ah, es ist so kompliziert. Manchmal achtet man da gar nicht drauf. So, jetzt ist das richtig. Und den hier muss ich auch abreißen. Yes. Hot Dogs war das. So, jetzt ist das richtig herum. Jetzt können die Dinge auch beliefert werden. So, und bei denen... Nee. Die sind eigentlich richtig herum. So, Heißgetränke kannst du dir kaufen. Diese Bahn, die ich hier gebaut habe, kommt ganz gut an. Flugzeuge kommt auch gut an. Riesenrad will kein Mensch fahren, weil es keinen Weg gibt dahin. Abgefahren. Okay, das Ding ist doch buggy. So. Dann baue ich einen neuen Schlangenweg hierher.
So, jetzt können wir fahren. Okay, das heißt, das Riesenrad funktioniert jetzt auch. Die Sachen werden hoffentlich auch bald beliefert. Und hoffentlich können wir bald anfangen. Ey, ich brauche mehr Träger. Ey, ich muss mehr Träger einstellen. Einstellen. Nochmal zwei Stück hier. Und nochmal zwei Stück da. So. Die sollen mehr tragen. Tragen. So, ja. Die Leute liefern. Okay. Was? Die können nicht zum Verkaufsautomaten ausliefern? Warum nicht? Ach so, weil das hier keine normalen Wege sind, gell? Och. Liegt es wirklich daran, Mitarbeiterweg? Hä, aber die sind doch alle schon... So, die dürften, glaube ich, jetzt alle ausgestattet sein. Ach. Das Riesenrad hat wer geschlossen. Nee. Das ist offen, oder? Ja, guck, die Leute fahren. Gut. Das kostet... Ich mache das jetzt mal auf 2,50 Euro. So. Und wir brauchen irgendwas... Also, lass mal nochmal gucken. Dein Park wurde von einem bekannten Content-Ersteller vorgestellt. Dein Park erhält vorübergehend eine höhere Anzahl von Besuchern. Gut. So, das müssen wir also nutzen. Es gibt keine Pausenräume. Okay, warte. Ich muss meinen Leuten hier einen Pausenraum bauen. Der ist so groß. Parkversorgung, Pausenraum. So, dahin kommt der Pausenraum. Ich weiß, der sieht zwar nicht hübsch aus, deswegen ballern wir da noch ein paar Bäume davor und dann ist gut. Bäume, Baum. Hier. Pack da mal einen Baum davor. So, Baum hier. Alle Leute lieben Bäume. Bäume. So, Baum hier, Baum da. Baum ist wunderbar. Na? Warum kann ich denn hier keine Bäume hin platzieren? Mann, ich muss da doch einen Baum hin platzieren können. Kleineren Baum? Ein Baumbaum vielleicht? Ach, Mist. Warum kann ich hier denn... Da. So, jetzt kann das niemand mehr sehen. Und hier nochmal ein Baumbaum. Hier irgendwo davor, sodass es keiner mehr sehen kann. So, das sieht keiner. So. Ist alles hübsch gehalten. Unser kleines Gewerbegebiet ist Gewerbe. Wow, das sieht gut aus. Sehr gut. Oh mein Gott, wir haben überall Gäste. Hinten auch Gäste. Schön. Bisschen die Preise erhöhen. 3,50 Euro. So. Dieser dreckige Automat will nicht funktionieren. Er ist ausverkauft die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann. Ich komme nicht zum Verkaufsautomaten. Warum kommst du da denn nicht hin? Wo ist da das Problem? Ich verkaufe den einfach, und stelle einfach was anderes hin. Der ist irgendwie geschlossen die ganze Zeit. Abreißen. Ach, weil da kein Weg hingebaut ist, ne? Guck mal jetzt hier. Ein Weg hier hin. Und jetzt ein Verkaufsautomaten. Und dann hier den Weg kurz abreißen. So. Hoffentlich wird der jetzt beliefert. Mal gucken. Ja, jetzt wird's beliefert. Super. Das Schlechte ist jetzt, die Leute laufen bei mir hier hinten herum. Das sollen sie nicht. Ich brauche ein kleineres Deko-Objekt, damit ich das da alles verstecken kann. Was kann ich denn da? Hier so eine Tanne, so eine kleine. Eine kleine Tanne, ne? Formschnitt. Hier so ein Felsen. Passt der da nicht rein? Doch, guck mal, hier so ein schöner Felsen dazwischen. Das hat noch nie jemand geschadet. So. Jetzt ist perfekt. Niemand wird da jemals was sehen, aber ich habe da jetzt Besucher eingesperrt. Oh nein! Okay. Hab da jetzt Besucher eingesperrt. Ey, ich mache auch keinen Gewinn. Obwohl ich die ganze Zeit... Defekt, Steuerungsfehler. Warte auf verfügbaren Arbeiter. Es gibt doch einen Arbeiter, oder? Keine Zone, wo er Arbeit benötigt. Was, willst du mich veräppeln? Natürlich wird Arbeit benötigt. Was?
Junge, die machen doch die ganze Zeit Pause. Ah, warte, ich muss das Depot hier noch einstellen. Dass die anderen Sachen auch bedingsen. Oh, das ist so kompliziert, Mann. Warum wird das hier nicht repariert? Einnahmen, Einstellungen. Warte auf verfügbaren Arbeiter. Ja, dann hole ich die halt hier ein. Hier. Ne, hier. Personal, Hausmeister, Mechaniker. So. Habe ich einen Hausmeister, Mann? Ey, ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt meinen ersten Mechaniker anscheinend eingestellt. Okay. Ja, guck, der repariert schon. Gut. Jetzt können die Leute wieder fahren. Einen Mechaniker haben wir. Das Ding hier wird nicht beliefert. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich Buggy oder sowas. Einfach verkaufen, das Ding. So. Und dann können die Leute hier auch rein und raus rennen. So. Genau. Wir brauchen ein krasses Karussell. Und zwar eine Wildwasserbahn. Wir brauchen eine Wildwasserbahn. Du bist ein guter Gamer. Danke, ich bin echt ein guter Gamer. Aber das Spiel ist auch echt lässig. So. Was möchte ich noch machen? Was fehlt denn den Leuten so? Es gibt hier keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität. So. Und deswegen kommen wir zu einem Punkt, der uns wahrscheinlich wieder in den Kredit treibt. Und es gibt überhaupt keine guten Kredite, was echt zum Heulen ist. Aber monatliche Gebühr 120, das ist ja, glaube ich, das Beste. So, 8000 an Kredit habe ich jetzt genommen. Und wir machen jetzt Pause. Damit wir, weil wir verlieren die ganze Zeit Geld und müssen jetzt erstmal gleich die Geschäfte alle wieder einstellen. Weil wir verdienen zu wenig Geld mit unseren Sachen. So. Graviton ist von der Intensität ganz gut. Aber wir brauchen jetzt die Wildwasserbahn. Ah, beliebt bei hohen Temperaturen. 9 Grad Celsius haben wir draußen. Schlechte Idee. Achterbahn, eine kleinere weniger, wilde Maus, kleine Einzelwegen fahren auf einer engen Strecke mit vielen engen, flachen Kurven und Bunny Hops. So, dann lass mal eine wilde Maus bauen. Wir bauen jetzt die wilde Maus. So, die soll krass werden, okay? Zack. Die sollte am besten nicht in diese Richtung gehen. So, warte mal. Ich möchte gerne anders platzieren. Wir bauen jetzt diese wilde Maus. Da geht kein Weg drum rum. Wir müssen jetzt eine wilde Maus bauen. So. Wir drehen die in diese Richtung hier. Und die soll abgehen. Richtig krass soll die werden. So. So. Bauen, 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 bauen. Das dürfte exakt genug sein. Und dann gehen wir direkt nach oben. So. Gerade stark nach oben. Mit diesem Ding hier. Und dann wird direkt nach oben gezogen. So. Eins noch. Und dann sind wir auch schon ganz oben. Flach geht's dann weiter. Ein bisschen nach oben. Und dann sofort nach links. Mit hoher... Nee, noch nicht mit hoher Geschwindigkeit. Ah doch, ich habe eine gute Idee eigentlich. Warte mal, wir müssen ein bisschen mehr geradeaus bauen. Vielleicht so ein bisschen. Dann bauen wir nach links, aber nicht so viel. Ich baue lieber in 1er-Schritten so. Und zwar so. Ah ne, 90-Grad-Kurve am besten. So, dann wieder geradeaus, geradeaus, geradeaus. Dann nach links. Und geradeaus, aber runter diesmal. Runter. Runter, runter. Runter. Dann runter. Leichter runter. Noch leichter runter. Geradeaus. Und dann wieder höher, höher, noch höher, 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 höher. Und dann geht's wieder steile runter. So. Das ist doch eine gute Bahn, oder?
So. Noch eine geradeaus und dann hier eine Bremse am besten noch mit einbauen. Okay, dann hier eine Bremse. Und auf dem Ding hinten dran am besten... Ah, ne. Okay, eins nach vorne. Bremse einbauen. Dann nochmal eine Bremse. Dann Bremse ausmachen. Und in die Richtung wieder. Wieder geradeaus. Und nochmal eins geradeaus. Und dann nach links. Und dann geradeaus. So. Cool. Das ist cool. Oh nein. Der Schwung reicht nicht aus. Oh nein. Der Schwung reicht nicht aus. So, hier geht das Ding lange nach oben, ne? Aber wie kann es denn sein, dass der Schwung da nicht ausreicht? What? Noch Dings kann ich das nicht bauen. Okay. Schimmer. Das heißt, ich muss hier wieder reingehen in das Ding. Ne, warte, ich hab's noch gar nicht fertig gebaut anscheinend. Zack, und nochmal eins. Geradeaus. So, jetzt ist es fertig. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir das... Das rollt hier durch, aber kommt nicht ganz nach oben. Verstehe. Also das hier verkaufen und dann hier nochmal einfach flach bauen. Flach bauen. Das nächste Ding auswählen, abbauen, dann wieder, zack, nee. So, alles klar, das dürfte jetzt stimmen, so. Lass mal gucken, ob das jetzt klappt. Ah, ich verstehe warum. Okay, müssen diese Dinger da auch noch alle mit Lifts aufbauen. Woo, ha? Ist doch cool, oder nicht? So. Das dürfte doch gehen, so. Es hat ein paar coole Momente. Also ganz klein coolen Moment. Ist ja auch nur eine wilde Maus. So, dürfte, glaube ich, gehen. Oder? Übelkeit sehr niedrig, Intensität Intensität sehr hoch. Okay. Das heißt, die Leute können darauf stehen. Gut, perfekt. Das nehme ich. Intensität sehr hoch. Dekoration schlecht. Das ist egal. So. Jetzt nur noch ein Eingang. Den machen wir ein bisschen länger. Und den Ausgang machen wir kurz. Super. Hoffentlich geht das Ding gut ab, weil dafür haben wir einen Kredit aufgenommen. Den Rest des Kredites können wir sofort zurückbezahlen. Beziehungsweise einen großen Teil davon. 4.000. So, damit wir nicht mehr so viele Gebühren haben. Alles klar, das heißt, hier einmal eine Warteschlange hinbauen. Nein, ich bin dumm. Ich bin wieder dumm. Ich wähle immer die anderen Sachen aus. Ich lese gleich wieder in den Chat, ich bin gerade wieder vertieft, sorry. So, Eingang und Ausgang. Alright, möge das Ding eröffnet sein. Let's go. Okay, hoffentlich fahren das die Leute. Cooler Livestream. Oh, neues Mitglied. Bodycrafter HD. Willkommen im Club. Freunde, Freunde, Freunde. So, dein Park wurde von einem bekannten Content Creator vorgestellt. So, als ob da ein YouTuber war. Schön. So, mal gucken. Ein Gast ist im Fahrgeschäft. Mal gucken, ob die das abfeiern. Ein bisschen den Preis am besten erhöhen. Auf $5 vielleicht. Damit wir da auch ein wenig Gewinn machen können. So. Leute stehen da noch nicht so ganz drauf. Aber wir brauchen hier auch ein bisschen Reinigungspersonal, so wie es aussieht. Weil die Leute schmeißen die ganze Zeit Sachen auf den Boden. Hausmeister. Einstellen. So. Fegt den Dreck weg. Super. Alles klar. So, hier hinten wird immer noch fleißig gefahren, getan. Guck mal, das ist ja wie eine... Boah, guck mal, das hier wird ja richtig abgefeiert. Ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir nochmal so ein Ding machen. Die wilde Maus, wird die gefeiert? Guck mal, da stehen auch schon ein paar Leute Schlange. Gute Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Leute den abfeiern.
So, der hat richtig geschrien. Das heißt, man muss mal gucken, wie der das fande. Wo ist die nächste Toilette? Was, wir haben doch Toiletten. Nein, wir haben keine Toiletten. Oh mein Gott, wir haben keine Toiletten. Läden, ja. Und dann noch ein paar Toiletten hier hinbauen. Zack. Und nochmal eine andere Toilette. Am besten hier auf die Seite nochmal. So, zwei Toiletten. Lass mal gucken, was die Loch haben wollen. Wo ist die nächste Toilette? Der Parkeintritt ist echt in Ordnung. In Ordnung, ich habe genug von diesem Park. Wo kann ich hier etwas zu essen bekommen? Was? Die Dekoration ist unglaublich. Okay. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein bisschen Deko. In diesem kleinen Bereich da. Irgendwas Cooles. Eine Beleuchtung oder sowas. Oder diesen riesigen Blauwal. Er kostet nur $66. Egal, ich platziere den dahin. Der ist riesig, der Blauwal. Der kostet einfach nur $66, ey. Mülleimer, stimmt. Deswegen schmeißen die Leute auch die ganze Zeit den Müll hier überall hin. Gute Idee, danke für den Tipp. Sehr guter Tipp, wirklich. Ballons, Toiletten, Kiosk, Deko, Parkversorgung. Nee, Deko ist das, glaube ich, gewesen, ne? Aber hier, Wegdekoration. Ah, guck mal. Einmal so Bänke können wir hier hin platzieren, damit die Leute hier chillen können. Das ist wichtig. Auch am Anfang nochmal ein paar. Und dann noch ein paar Mülleimer. Guck mal, Wegbeschilderung. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. So. Wegbeschilderung. Achso, nee. Das ist, glaube ich, eine dumme Idee gewesen, das hier hinzustellen. Aber ein Mülleimer wird es noch gut tun. Guck mal, so ein großer Mülleimer am besten. Hier kann man einen hinstellen. Dann hier hinten sammelt sich viel Müll. Und hier hinten sammelt sich noch viel Müll. Guck mal, hier kann man noch einen hinstellen. Und am besten immer dort, wo sich Müll sammelt. Hier noch einer. Da noch einer. Und hier noch einer. So, jetzt haben wir genug Mülleimer. Wegbeschilderung, Lampen. Ja, wenn es dunkel wird, brauchen wir eigentlich auch Lampen. Guck mal, hier eine Lampe, da eine Lampe. Hier neben den Toiletten eine. Da eine Lampe hin. So. Machen wir hier noch über ein paar Lämpchen hin. Damit die Leute was zum Sehen haben in der Dunkelheit. So. Gut. Das heißt, wir haben mehrere Wegen, die ganze Zeit gut laufen. Der hier macht Plus. Sehr wunderbar. Der hier macht hundertprozentig Plus. Da können wir sogar vielleicht ein bisschen höheren Eintritt verlangen. Vielleicht so $4. Statt 3. Weil das sind echt viele Leute. Der hier in der Mitte, der macht auch gute Einnahmen. Kann man auch auf $3 erhöhen. Dann das Riesenrad. Macht Verlust. Obwohl so viele Fahrgäste. $5. Die wilde Maus. Keine Einnahmen. Wie kann das denn sein? Wie kann es sein, dass wir keine Einnahmen, keine Ausgaben haben? Puh, ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Aber die Leute mögen die wilde Maus. Das ist zumindest schon mal gut. Die Sachen hier sind alle relativ gut besucht. Hey, ich muss wirklich sagen, der Park läuft gut. Der verkauft Parkkarten. Okay. Viel zu wenig Mülleimer. Wir haben ein neues Mitglied. Hallo Kerstin. Willkommen in der Aerosol Army. Hallo. Roman, mach mehr Deko hin. Denkt ihr wirklich noch mehr Deko? Also, wir sind schon bald raus aus den Schulden, aber wir haben trotzdem immer noch $62 miese. Ist nicht so gut. Aber naja. Mehr Deko, denkt ihr? Ich glaube, wir brauchen hier nochmal... Guck mal, wir machen sogar Plus wieder. Wunderbar. So, Fahrgeschäfte. Ich glaube... Warte mal, lass mal kurz gucken, was die Leute sich wünschen, ne? Hat dieser Park keine Pausenräume für die Mitarbeiter? Sagen 9 Leute. Da ist doch einer, oder? Nee, das ist ein Schulungsraum. Da ist doch ein Pausenraum. Ah, ich glaube, die anderen haben keinen Pausenraum. Okay, warte.
hier nochmal einen Pausenraum hin. Aber wir haben kein Geld für einen Pausenraum, Mann. Du hast nicht genügend Geld. Und ich mache auch schon wieder Minus. Ah, okay. Okay, okay, okay. Wir machen die ganze Zeit Minus. Das ist nicht gut. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Wir machen eigentlich nicht sehr viel. Also es macht alles Plus, aber trotzdem sind wir im Minus, so. Der hier hat schon wieder keine Waren ausverkauft. Weil höchstwahrscheinlich, guck mal hier, wandert umher zu müde zum Arbeiten. Mist, ich muss mir einen Kredit aufnehmen. Ah, ich bin so ein Trottel. Hier einen kleinen. Oh nee, das ist zum Zurückzahlen. Mist, ich habe den schon genommen. Ich nehme noch einen. So. Kleiner, ich brauche einen Pausenraum, weil sonst sind die... sonst sind die Leute zu müde. So, Pausenraum. Und jetzt mit einem Weg verbinden noch. Hier. So, und das ist ein Mitarbeiterweg, ne? So. So. Zack. Zack und zack. So. Da dürften die Leute jetzt Pause machen. Oh Mist, die haben echt keine Pausenplätze gehabt. Guck mal, wie die alle umherlaufen. So richtig müde, Mann. Oh nein. Okay. Dann lass mal gucken, was die Leute noch so sagen. Also, Pausenräume habe ich jetzt geholt. Was brauchen wir noch, damit wir... Also, wir haben fast 250 Besucher gehabt. Erfülle alle nicht optionalen Ziele. Es gibt hier in der Gegend keine Fahrgeschäfte mit hoher Intensität, die mich interessieren. Dieser Weg ist echt widerlich. Oh Mann. Hey, es ist doch alles inzwischen aufgeräumt, oder nicht? Ich habe doch überall Mülleimer platziert. Oh, die armen Arbeiter sind bei mir alle so müde. Oh, Alter, wir haben 8000 Dollar. Ach so, Mist, ich habe ja einen Kredit genommen. Ich bin so dumm. Ich bin, glaube ich, einfach langsam müde. Ich habe mich gerade über Geld gefreut, was ich mir geliehen habe. Jesus, Mann. Macht das hier Plus zumindest? Ja, es macht Plus. Und zwar riesengroßes Plus. Wirklich gut. Okay. Dann lass hier noch ein neues Gefährtin machen. Oder lass mal gucken, was fehlt. Was wünschen sich? Hat dieser Park keine Pausenräume für die Mitarbeiter? Wie viele Pausenräume denn noch? Da ist doch einer. Guck mal, ihr könnt doch alle Pause. Guck mal, da geht der Roboter sogar Pause machen. Guck mal. Geht doch, oder? Ja, guck, die gehen jetzt alle Pause machen. Oh Mann, die sind echt alle müde, Mann. Und der Laden hier hat nichts mehr zu essen und so ein Kram. Nicht sehr gut. Okay. Ein weiteres Geschäft zum Geld machen. Wilde Maus, Mini-Achterbahn, Junior-Achterbahn. Ich würde sagen, wir brauchen noch mal was mit hoher Intensität. Aufregung niedrig. Warte mal, was war das? Was haben die sich gewünscht? Ich bin so müde, ich will einfach nur noch nach Hause. Nein. Okay, aber das mit den Pausenräumen hat sich inzwischen ein bisschen erledigt. Hohe Intensität wird sich gewünscht wieder. Ich kann den Parkausgang nicht erreichen. Was? Welchen Parkausgang? Was? Hier ist doch der Park. Ach, die Leute beschweren sich über echt alles, Mann. Ich brauche jetzt nur noch irgendwas mit hoher Intensität. Das ist alles Mittel, beliebt bei Regen. Intensität 32. Aber das ist auch nur Mittel. Wir brauchen ja hoch. Aber hier gibt es nichts mehr mit hoch. Und wir haben Dezember. Es würde sich also nicht lohnen, diese Wasserbahn zu bauen. Ruhige Fahrtgeschäfte haben wir alle drei schon aufgebaut. Es ist eigentlich alles in unserem Park vorhanden, ne? Das Flugzeugkarussell ist defekt. Aber das wurde ja schon repariert, ne? Ha. Ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich läuft der Park ja gut. Aber irgendwie auch nicht. Habt ihr noch eine Idee, was wir machen sollen? Mach ganz viele Bänke. Sicher? Aber die Leute beschweren sich doch gar nicht darüber. Neues Forschungsteam einstellen.
Oh ne, das kostet 5000, Alter. Nee, Mann, das ist zu viel. Personalverwaltung, Gäste. Zufriedenheit, Müdigkeit. Die Leute werden nach einer Weile müde. Dein Park sollte gegenüber genug Bänke verfügen, damit sie sich ausruhen können. Müde Gäste gehen weniger. Ah, oh, okay. Das ist alles Illusion. Gäste wollen keine Parkversorgungsgebäude sehen und mögen es, in nett dekorierten Parks zu sein. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen hier in diese Ecke einen Park hin, okay? Das heißt also, anderen Boden, alles anders. Das heißt, hier machen wir so einen kleinen Park hin, okay? So Park und so. So ein kleines Viereck so, okay? Und dann können die Leute hier auch ein bisschen herumlaufen. Das heißt also, an sich machen wir denen noch so einen kleinen Weg hier. So. So. Und dann machen wir in diesen kleinen, netten, dekorierten Park, machen wir noch ein paar, was machen wir hier hin? Ein paar Bänke. Schöne Bänke. Einmal hier und da. Und da eine. So, ein bisschen mehr Bänke. So. Und so. Und dann platzieren wir da noch ein paar schöne Sachen hin, wie zum Beispiel diesen Wasserfall. Guck mal, wo kann man denn einen Wasserfall dran packen? Warum steht dieser Wasserfall jetzt einfach hier so herum? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich mach den mal kurz weg. So, wir brauchen irgendwie Brunnen. Ja, guck mal, so einen schönen weiteren Brunnen noch hier. Ne? So, hier zwei Brunnen. Und dann noch ein bisschen Strukturen. Ach, guck mal hier, diese Pavillons und sowas brauchen wir wieder. Sonnenschirm. Guck mal hier. Also hier so ein Sonnenschirm hin. Hier einen hin, da einen hin, da einen hin. Und hier einen hin. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Zäune, Stützpfeiler. Säulenränder. Pavillons haben wir jetzt ein paar. Hier ein Rankentorbogen noch hier hin. Zack. Und zack. So, dass es hier ein bisschen cool aussieht. Ranken sind cool. So. Und dann hier nochmal so eine schöne Wand hin. Nee, die Wand mache ich nicht hin. Blumen, hier so ein Blumenkasten. Guck mal hier, so schöne Blumen außenrum. Das werden die Leute bestimmt feiern. Und noch eine Riesenblume hierhin und dahin und dahin. So, jetzt haben wir ja so eine Art Park hier hingebaut. Guck mal, die Leute feiern das ja anscheinend. Das heißt, die können sich hier ein bisschen ausruhen. Okay. Träger Raymond kann keine Ressourcen an den Verkaufsautomaten ausliefern. Welcher Verkaufsautomat? Ich dachte, ich habe den verkauft. Steht der immer noch hier? Nee. So, aber die Leute scheinen... Alter Junge, wird das Ding besucht hier. Der Graviton. Lass den mal auf 8 Dollar setzen. So, damit wir da ein bisschen mehr Geld drin verdienen. Dann lass mal die Preise jetzt ein bisschen hochschrauben. Wir brauchen jetzt mehr Geld. So. 8 Dollar hier, 8 Dollar da. Wir brauchen jetzt mehr Geld. Das reicht. Es reicht mit den günstigen Preisen. 5 Dollar ist hier, okay. Hier machen wir jetzt auch 8 Dollar. So. Das Essen ist halt ultra günstig bei uns, ne? Lass mal 3 Dollar machen. Hier 3 Dollar. Wie viel Gewinn machen wir dann? Hier pro Verkauf 2 Dollar Gewinn. Das ist doch eigentlich fair. So. Okay, 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 okay. So, wir haben super viele Besucher. Wir haben minus 2 Grad. Das ist, glaube ich, der Grund, warum das da hinten so beliebt gerade war. Aber guck mal, Mann, jetzt habe ich es hochgestellt vom Preis her. Jetzt will es keiner mehr fahren. Bau Bänke in den Park. Ich habe doch Bänke in den Park gebaut. Guck, da sind überall welche. Bänke, Bänke, Bänke. Guck, die Leute sitzen. Sie sind froh. Und wir machen auch Gewinn, so wie es aussieht. Aber es ist so schwer, in diesem Spiel Geld zu machen. Und wir müssen jetzt unsere 2 Kredite zurückzahlen, Mann. So. Hier muss ich noch 4000 zurückzahlen. So, das hat sich dann zurückbezahlt. Und hier können wir nochmal 2000 zurückbezahlen. Dann bleiben noch 7000, die wir zurückzahlen müssen. Jetzt haben wir nur noch 266 Dollar. So.
Jetzt lassen wir das Ding mal ein bisschen schneller laufen. Ich hoffe, das geht jetzt so. Wir haben einen Pausenraum. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Du hast deinen alten Park nicht abgespeichert. Ist okay. Ich hab dann einfach jetzt einen neuen. Hauptsache, ich schaff das Level. Oh nein, wir gehen wieder in Minus. Warum? Oh. Okay. Was ist denn jetzt wieder das Problem, dass ich Minus mache? Ich schau mal bei den Finanzen. So, beim Essen machen wir immer Plus. Bei den Fahrtgeschäften machen wir brutal Plus. Beim Park an sich machen wir kaum Eintritt. Also das Eintrittsgeld ist viel zu wenig, deswegen auf 5 Dollar steigen. Die Gehälter sind voll hoch. Die Kreditgebühren machen uns zu schaffen, deswegen müssen wir den Kredit abbezahlen. Und durch die Gebäudeaufwertung und durch die Reparaturen und den anderen Kram und durch die Forschung, die übrigens auch gerade am Laufen ist, verlieren wir auch Geld. Und so, durch den Bau haben wir noch Geld verloren, durch den Kredit haben wir Geld bekommen. Das ist mies, das ist mies. Also wir haben jetzt minus 7.000 gemacht, weil wir in dem einen Monat hier Kredit zurückbezahlt haben. Und diesen Monat haben wir fast kein Geld verdient. Aber die Geschäfte, die wir haben, sind eigentlich ganz gut. Oh, das heißt, der Kredit macht uns kaputt. Der Kredit! Es gibt einen Mangel an Ersatzteilen. Oh, Jungs, oh, Mädels. Sagt mir, was soll ich tun? Alles ist zu teuer. Denkt ihr, alles ist zu teuer? Okay, dann mache ich es günstiger. So, Riesenrad lasse ich bei 5. Das Ding fährt auch keiner mehr. Das machen wir jetzt auch bei... Lass es mal 4 kosten. Das hier lassen wir auch 4 kosten. 4. Dann das hier auch 4. 4. 5. Das kostet jetzt 8, ja, das ist zu viel, das gebe ich zu. Ja, aber das Essen können wir mal ruhig so lassen. Lass mal Toiletten benutzen, 1 Euro. 1 Euro Toilette, 1 Euro Toilette, das Ding hier in der Mitte. Ja. Also viele Leute, guck mal, manche sind immer noch erschöpft, obwohl es so viele Plätze gibt, wo man sich hinsetzen kann, gell? So, ja, an sich, guck mal, wir haben, der Park ist voll am Laufen. Wir können prinzipiell hier noch ein paar Bänke hinsetzen. Können wir nicht, weil wir kein Geld haben. Wir sind arm. Wir sind arm. Ah, das ist echt schlimm. Also, wir verdienen jetzt gerade wieder Geld. Lass mal gucken, fast forward. Ja, okay. Schulden bauen sich ab, wir verdienen wieder Geld. Und wieder minus 400. Ah! Ich glaube, das ist der Kredit, der so drückt, Mann. Ja, was sollen wir machen? Wir haben einen Park, der extrem gut läuft. Alles läuft echt wunderbar. Eintritt verdoppeln. Eintritt wurde schon verdoppelt. Wir verdienen auch gut Geld damit. 5 Dollar. Lass mal lesen, was die Leute sagen. Die Leute wollen, unsere Arbeiter wollen wieder mehr Pausenräume? Wir haben doch Pausenräume. Leute im Inneren, hier drin 0. Und hier, was ist hiermit? Leute im Inneren 0. Es gibt doch Pausenräume. Ich verstehe das nicht. Die finden die Pausenräume nicht. So, an sich bedürften wir jetzt drohender Bankrott, erziele einen Gewinn bis Ende April oder dein Park wird endgültig geschlossen. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was sagen denn die Leute? Was sagen denn die Leute? Ist denen der Eintrittspreis zu hoch? Oh, ich zahle nicht so viel Parkeintritt. Ich hasse das. Das sind solche geizigen Säcke. Ja, dann gehe ich halt runter. Okay? 2 Dollar Parkeintritt. 2 Dollar. Nur 2. 2 Dollar, bitte. Bitte kommt in meinen Park. Bitte. Oh. Ich gehe langsam bankrott, Leute. Leute, ich gehe bankrott. Oh nein. Das ist echt eine miese Brise gerade. Ja, ich kann jetzt nur zugucken, ne?
wie ich gerade nur ganz langsam meine Schulden abbaue. Ich könnte mir prinzipiell nochmal, also ich habe auch, keine Ahnung. Lad einfach den Money Mod runter. Mach 3 Euro Eintritt. Ich glaube, der jemand hat dein Flugzeugkarussell im Radio erwähnt. Ja, Mann, ich brauche. Also, 19 Leute sagen, G-Log ist jetzt verfügbar. Was ist G-Log? Aufregendere Fahrgeschäfte. Oh, okay. Habe ich damit jetzt eine neue Fahrtgeschäft? Oh, G-Log, da! Aufregung 40, Intensität hoch! Das ist das, was ich brauche. Das ist das, was ich brauche, der G-Log. Oh mein Gott, wo baue ich den hin am besten? Wie groß ist der circa? Ah, passt hier nicht hin, passt hier nicht hin. Hier hinten, oh mein, ich muss mir einen Kredit nehmen. Ich muss das schaffen. Gib mir einen Kredit. 10.000, ich nehme ihn. So, das wird meine Befreiung sein. Ja, ich baue den G-Log nach da hinten. Oh, jetzt muss alles schnell gehen. Ich habe den G-Log freigeschaltet und der hat Intensität hoch. So, 2.100. Große Warteschlange muss ich hinbauen. Eingang hier. Ausgang da. So, okay, okay, okay. Es geht los, es geht los. Zack. Eingang. You know what it is. Und Ausgang. Ausgang hier. Und den G-Log jetzt aufmachen. Zack. Okay. Eintritt 7 Dollar. Nein, 5 Dollar. 3. Okay, bitte, bitte. Ja, 6 Stück, 7 Stück, 8 Stück. Nice. Das ist genau das, was sie brauchen. Dekoration schlecht, aber das interessiert keinen. Riesenrad ist defekt. Haltevorrichtung öffnet dich. Ja, wird sowieso gleich repariert, oder? Geht schon Mechaniker hin? Okay. Die Leute stehen Schlange wie verrückt für den G-Skill. Das ist genau das, was sie gebraucht haben. Preis erhöhen auf 10 Dollar. Oh, oh, nein. Okay, 8 Dollar. Okay, okay, der G-Skill verdient Geld. Oh mein Gott, okay. Der G-Skill da, der verdient gut Geld. Wir müssen mehr forschen. Okay, die kriegen jetzt ein bisschen mehr Budget von mir. Dauer, Start. Okay, ich mache jetzt nochmal ein bisschen mehr Dings. Zahl den Kredit ab. Ja, stimmt. Mach ich, mach ich, mach ich. Okay, wir sind jetzt wieder gut dran. Ich glaube, wir schaffen das. Hier, 7.000. Lass mal hier 4.700 zurückzahlen. Okay, noch 2.300. Komm schon, wir schaffen das. Okay, okay. Jetzt haben wir auch mehr Intensität. Der Park muss jetzt gut laufen. Es gibt keine andere Wahl. Warum haben wir wieder Minus? Okay, nicht mehr viel. Okay, jetzt sind wir gerade auf einem richtig guten Weg. Richtig guter Weg. Und wir verdienen echt gutes Geld. Das heißt, wir haben alles. Es steht überall irgendjemand. Hier bei dem steht jemand. Mann, warum ist denn das hier kaputt? Okay, keiner will das Ding hier fahren. 4 Dollar, 4 Dollar, günstiger. Komm, fahrt das Riesenrad, das ist jetzt günstiger. Das Ding hier will auch niemand mehr fahren. Leute interessieren sich null dafür. Ein bisschen günstiger gemacht. Hier, das mit den Flugzeugen wird gerade gern gefahren. Das hier wird gut gefahren. Das lass mal auf 6 Dollar hochmachen. Das hier wird immer noch gut gefahren. Ebenfalls auf 5 Dollar hochmachen. Nur 5. 5 Dollar nur. Das ist doch nichts. Die Leute können das ruhig bezahlen. Guck mal, das Gute ist, gleich nach dem Ding laufen die Leute gleich hier rein. Das ist wie so eine Abfertigung. Mann, ich habe schon wieder minus 500 Dollar. Marktforschung abgeschlossen. Okay, lass mal gucken, was für eine Marktforschung passiert ist. So. Preise. Befragte Gäste 25, kosten 500 Dollar. So, Preise. Preisbewertung, Besucher in Prozent und Preisbewertung. Was soll das denn bedeuten, die Prozentzahlen? Was sollen die denn sein? Eine Gruppe von Vandalen treibt sich im Park herum. Erwäge mehr Dings... Sicherheitspersonal einzustellen. Mann, ich habe kein Geld für Sicherheitspersonal.
ruht sich aus, zu müde zum Arbeiten. Ich muss mir noch einen einstellen, ey. Okay, zwei Stück nochmal eingestellt. Okay, ich hab Wanda. Wilde Maus ist defekt. Ich hab kein Geld dafür. Ah, drohender Bankrott. Ich hasse es. Am Ende. Ich schaff das nicht. Ich werde das niemals schaffen. Wann ist die Quest zu Ende? Alter, mein Park läuft so gut. Besucher insgesamt 342. Was war denn die Quest? Mir fehlen viel mehr Besucher. Du brauchst einen Arztraum für die Besucher? Seit wann gibt es denn Arzträume? Ich glaube, es ist der falsche Weg gewesen. Okay, lass mal gucken. Das Ding hier will keiner fahren. Ich mache das jetzt so günstig. $1. Jeder will das fahren jetzt. $1. Fahrt das Ding. $3 für das Riesenrad. Kommt schon, kommt schon. Günstige, gute Preise. Oder woran hakt's denn? Ich kann den... Guck mal, es gibt ja nichts, worüber sich die Leute beschweren. Hier, verkaufe mindestens 400 Eintrittskarten. Aber ich schaffe es nicht, die Besucherzahl zu schaffen. Okay. Weißt du was? $0 Eintritt. $0 Eintritt, die Leute sollen alle reinströmen. Günstige Preise, gute... Viel Spaß. Hier, guck mal, das hier ist eine richtige Cash-Cow, dieses Ding, was ich hier gebaut habe. Da kann ich sogar noch mehr Eintritt dafür verlangen. $8. Das Ding hier will keiner mehr fahren. Zu teuer wahrscheinlich. $4. Das hier wird super gut gefahren und das macht mega den Umsatz. Vielleicht fehlt es an Deko. Aber ich habe kein Geld für Deko. Ich bin bald bankrott. Verkauf die Achterbahn? Warum sollte ich denn die Achterbahn verkaufen? Ich werde bankrott. Das war's. Die will niemand fahren, die Achterbahn. Ich muss die wirklich verkaufen. Okay, ich verkaufe die Achterbahn. Und baue was Besseres hin. Okay. Bulldozer. Auf geht's. Tschüss, Achterbahn. Du hast zwar Geld eingebracht, aber jetzt machst du nur noch Minus. Weg damit. Okay. $600 waren das nur? Das war's. Ey, ich sag's euch, das war's. Das war's. Ich bin bankrott. Ich bin pleite. Nada. Niet. Ich bin vorbei. Ich bin am Ende. G-Lock, Twister, Wiper. Oh mein Gott. Nein, ich kann noch einen Kredit nehmen. Ich nehme noch einen Kredit. Zurückzahlen, zurück. Oh nein, keiner will mir mehr einen Kredit geben. Ich krieg nirgendwo mehr einen Kredit. Die Läden. Ja, Fahrgeschäfte. Der Park an sich. Betrieb. Andere insgesamt. Ich bin am Ende. Das war's. Ey, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich kann mir auch keinen Kredit mehr nehmen. Ich bin am Ende. Ich hätte die Chance gehabt, jetzt noch diesen Ding hier. Ja, ich glaube auch, es lag daran, weil ich zu viele Kredite genommen habe. Ich glaube, die Taktik, die ich angewendet habe, dass ich zwei Kredite gleichzeitig genommen habe, war nicht so ein guter Plan. Das war nicht so ein guter Plan. Aber cooles Spiel. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Also hier gibt es auch echt viele krasse Sachen, die man noch freischalten kann. Aber ich glaube,
ich muss da noch ein wenig üben. Deswegen, Freunde, lernt was draus und seid besser als ich. Aber ich bin für heute raus. Leider habe ich das zweite Level nicht geschafft. Ich kann mich vielleicht noch mal ein bisschen reinlesen, wie man das macht und so. Es gibt noch ein neues Mitglied und zwar ist nämlich der Wolfix HD ein neues Mitglied und ich bedanke mich dafür. Allerdings bin ich jetzt erstmal raus. Es ist 20 Uhr, ich habe mega Hunger und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Viel Spaß morgen in der Schule, Arbeit, was auch immer ihr macht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn morgen wieder ein Video rauskommt. Puh, da haben wir jetzt 3 Stunden und 40 Minuten gestreamt. Nicht schlecht. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Du brauchst wieder längere Haare. Lasst mich mit meinen Haaren in Ruhe, okay? Haut rein, Leute. Ciao.